Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die freundliche Einführung und vielen Dank dafür, dass ja so viele da sind, die sich ja für ihr Gehirn und damit für sich selbst interessieren. Das soll der Titel zunächst mal ausdrücken. Man kann nicht Gehirnforschung treiben und dann noch irgendwie über sich nachdenken. Dass, sobald man Hirnforschung betreibt, denkt man über sich nach. Das ist aus meiner Sicht natürlich das Wesen dessen, was wir tun, wenn wir Gehirnforschung betreiben. Manche sagen, Manfred, du lehnst dich aber manchmal ganz schön weit aus dem Fenster. Nun, ich erlaube mir einfach zu überlegen, was heißt denn das eigentlich für den Alltag, wenn man sich mit Gehirnforschung, mit diesem oder jenem Detail beschäftigt. Gehirnforschung, werden Sie sagen, das ist doch so ein Wissenschaftszweig unter ferner Liefen. Längst nicht mehr, nur um Ihnen mal die Größenordnung klar zu machen. Wenn sich Neurowissenschaftler, also Gehirnforscher, einmal im Jahr treffen, dann ist das das weltweit größte wissenschaftliche Treffen, was es überhaupt gibt. Es gibt kein größeres Wissenschaftlertreffen als das der Hirnforscher. Das findet jedes Jahr in den USA statt und da treffen sich etwa 30.000 bis 35.000 Forscher, wenn sich weltweit die Hirnforscher treffen. Und das sind natürlich nicht alle. Es gibt Hunderttausende von Gehirnforschern, aber wenn sich mal einige treffen, ist so viel. Und wenn Sie dann noch schauen, wie viel machen die, dann kommt heraus, dass etwa 40.000 wissenschaftliche Arbeiten pro Jahr aus dem Bereich der Hirnforschung publiziert werden. Wissenschaftliche Arbeiten, also keine Besinnungsaufsätze oder so, sondern ich meine wirklich Wissenschaft, neue Erkenntnisse, wie unser Hirnkästle funktioniert. Das kann kein Mensch mehr überblicken. Ja. Aber ich glaube, das ändert die Sicht von uns auf uns selber. Und ich hoffe zum Guten. Ich werde dann auch manchmal gefragt, ist das nicht gefährlich, wenn wir da wirklich rauskriegen, wie wir ticken, können wir da nicht ganz schreckliche Dinge mit anstellen, von, ich sag mal, Robotersoldaten bis hin zu ja, unmoralischen Dingen und alles Mögliche. Ich glaube das nicht. Zunächst mal ist Wissenschaft wertfrei und unabhängig davon, was man rauskriegt, muss man immer auch überlegen, was macht man damit? Und das ist eine ganz andere Frage, die nicht unbedingt nur Wissenschaftler, sondern natürlich auch die Gesellschaft, Politiker und eben alle entscheiden. Und zweitens glaube ich, dass die Gefahr in anderen Bereichen der Wissenschaft, Physik, mittlerweile auch Genetik, deutlich größer ist als in der Neurowissenschaft. Also ängstlich braucht man nicht sein, wenn man sich mit der Gehirnforschung beschäftigt. Allenfalls, dass man vielleicht über sich selber was rausbekommt, was einem gar nicht so gut gefällt. Das kann natürlich sein. Und ich werde Ihnen vielleicht heute auch ein paar Dinge erzählen über sich selber, die Sie gar nicht so mögen. Aber vielleicht dann doch wieder, ich hoffe, am Ende ist es nicht ganz unversöhnlich, was ich Ihnen zu sagen habe. Nun, geht das? Ja, doch. Ich möchte mal ganz ungewöhnlich beginnen. The Market as God war der Titel einer Arbeit, die erschien in der Zeitschrift The Atlantic Monthly im Jahr 1999 und die ist geschrieben von einem Theologen der Harvard University. Der schreibt so, ich mach's mal ganz schnell, Freunde von mir haben mir gesagt, du liest doch mal was Gescheites und nicht immer deinen verstaubten Theologiekram. Und dann hat er gesagt, okay, da lese ich mal den Wirtschaftsteil der Zeitung. Und das beschreibt er dann sehr lang. Und in der folgenden Tabelle fasse ich mal zusammen, was er da schreibt. Er sagt, mir ist aufgefallen, eigentlich ist es im Wirtschaftsteil genauso wie in meiner Theologie. Denn Gott und der Markt, die haben eigentlich systematisch betrachtet genau die gleiche Systemstelle. Ja? Wissen, Gott weiß alles, der Markt weiß alles. Ja? Handeln, Gott kann alles, der Markt kann alles. Ja? Wertschöpfung, der Gott von wertlosem Brot und Wein gibt es den Leib Gottes selber, ja, und bei Märkten erschaffen Werte von gar nichts. Ja. Woher wissen wir das? Ja, es gibt Propheten auf der einen Seite, Experten auf der anderen Seite. Wir müssen Opfer bringen. Ja. Ziegen und Schafe auf der einen Seite, Arbeitsplätze und Gerechtigkeit auf der anderen. Und wenn was schief geht, was brauchen wir dann? Noch mehr Glauben in Gott oder die Sache oder den Markt. Ja. Also man braucht nur noch mehr Glauben, wenn es schief geht. Und wenn wir es nicht verstehen, das finde ich am nettesten, dann schreibt schon der Kirchenvater Tertullian im zweiten nachchristlichen Jahrhundert, also wie gesagt vor 1800, 900 Jahren, wenn ich es nicht verstehe, ist es ein ganz sicheres Zeichen, dass es stimmen muss. Und das war beim Markt genauso. Keiner hat ihn verstanden, deswegen musste es so sein, ja, deswegen musste es stimmen. Und das war alles okay, das ist ganz interessant. Ja. Wenn man sich das mal systematisch durchdenkt, vor 200 Jahren war klar,
Gott richtet es nicht. Warum? Wir können weder beweisen, dass es ihn gibt, noch dass es ihn nicht gibt. Aufklärung. Wer kann dann bloß es richten? Die Antwort ist ziemlich schockierend. Wir selbst. Was ist der Grundgedanke der Aufklärung? Wir müssen denken, denn sonst tut es keiner. Ja? Und Gott auch nicht, weil wir wissen von dem nichts. Ja? Und dann kam Adam Smith und die Wirtschaft und die hat uns bald klargemacht, oh, wir brauchen gar nicht denken. Der Markt macht es ja für uns. Ja? Und seit 2 Jahren wissen wir, der tut es auch nicht. Ja? Und wenn es der auch nicht tut, dann müssen wir tatsächlich selber denken. Ich meine, das ist doch das tiefste, erschütterndste an der Krise. Nicht, dass wir ein bisschen Geld verloren haben oder dass irgendwie ein paar Millionen Europäer, 57 Milliarden, also alles gar nicht so schlimm. Ja? Aber dass uns klar wird, der Markt richtet es nicht, der weiß nämlich auch nicht. Ja? Das ist doch ziemlich bodenlos. Und wenn wir also nachdenken, dann können es nur wir tun. Und die Idee der Aufklärung muss eigentlich neu erfunden werden. Mit leicht verstandener Bildung. Ja, und naja, und Hirnforschung kann helfen. Das ist mein Punkt. Ich möchte Ihnen mal zeigen, wie wichtig das ist, sich das zum Beispiel ein bisschen mal klar zu machen. Das ist eine schöne Studie, 2008 erschienen. Eine ganz seltene Studie. Warum? Die hat 55 Jahre gedauert. Man hat Kinder im Alter von 13, beziehungsweise von 11 und 14 Jahren untersucht und auch getestet. Man wollte wissen, wie schlau sind die und was haben die so für einen Charakter? Man gibt so Charaktereigenschaften, die kann man ganz gut erfragen. Und dann hat man 55 Jahre lang gewartet. Wenn die 14 waren und dann noch 55, da sind die also dann 69. Ja? Oder schon tot. Und das war der Witz der Studie. Man hat einfach geguckt, wer ist denn schon tot? Und da kommt raus, je intelligenter sie sind, desto geringer ihre Chance, dass sie schon tot sind. Mit anderen Worten, andersrum formuliert, je weniger intelligent sie sind, desto größer ist ihre Chance, dass sie schon tot sind, wenn sie 69 sind. Und das geht tatsächlich, wenn Sie mal alle einteilen in die 25% Unbegabtesten, dann kommen die nächsten 25%, dann die nächsten und die nächsten, dann sehen Sie hier die Kurven. Es ist nur so, dass die insgesamt die unterdurchschnittlich Intelligenten, da macht es nichts, ob sie richtig oder nur so ein bisschen dabei sind. Die Kurven sind überlappend, wie Sie hier sehen. Ja. Aber es ist schon ein Unterschied, ob Sie über 125 oder über 115, muss man sagen, oder unter 115 liegen. Das macht nochmal ganz schön viel Überlebenswahrscheinlichkeit im Alter von 69 aus. Ja. Was zeigt das? Dass das, was wir mit unserem Gehirn machen. Ja. Und warum erzähle ich Ihnen das? Naja, es gab ja erst vor 14 Tagen so einen Aufruhr um ein neues Buch, in dem ziemlich viel steht, worüber man sehr kontrovers nachdenken kann. Und es steht ein bisschen was drin, was einfach nur falsch ist. Intelligenz ist nicht zu 80% vererbt. Das ist mal ganz klar zu sagen. Sondern Intelligenz ist auch und vor allem Produkt der Lebensumstände, in denen sie aufwachsen. Dazu gibt es ganz gute Studien, die das ganz klar zeigen. Wie kann man das Gegenteil lange Zeit gedacht haben? Man hätte es doch gleich besser wissen können. Und das kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Stellen Sie sich vor, zwei Bauern, die wollen wissen, wird mein Weizen groß, wenn er einen guten Acker hat, oder wird mein Weizen groß, wenn er gute Gene hat? Und dann machen beide Bauern eine Studie. Der eine nimmt seinen Weizen und schmeißt ihn auf verschiedene Äcker. Und dann wird der eine so hoch und der andere so hoch und der andere so hoch. Und da sagt er immer dasselbe Weizen, die Äcker waren verschieden. Also hängt es bloß von der Umwelt ab, wie groß der Weizen wird. Der andere Bauer, der nimmt seinen Acker und nimmt verschiedene Weizensorten und tut den einen da säen, den anderen Weizen da, den anderen da. Und dann findet er, die werden, obwohl der Acker genau gleich ist, werden die verschieden hoch. Was schließt er? Messerscharf. Die Höhe des Weizens ist zu 100% von den Genen bedingt und zu 0% von der Umgebung. Jetzt haben Sie zwei Studien, der eine sagt 100% Umgebung und 0% Vererbung und der andere sagt das Gegenteil. Die beide haben gute Studien gemacht. Intelligenz ist ein bisschen schwieriger zu messen als die Länge von einem Weizen. Deswegen schwanken die Zahlen da zwischen 20% und 80% und nicht zwischen 0% und 100%. Aber eigentlich auch nur deswegen. Warum nämlich? Es hängt davon ab, wie Sie Ihre Studie anlegen, was Sie rauskriegen. Und was wird immer hervorgekramt oder was wird an Daten sehr gerne verwendet, um sich über Intelligenz und Vererbung Gedanken zu machen? Adoptionsstudien. Ja. Man guckt einfach, wie
ist der IQ der biologischen Eltern? Wie ist der IQ der Adoptiveltern? Und wie hängt dann der IQ des Kindes mit den beiden IQs zusammen? Und dann sagt man, ja, dann können wir doch rauskriegen, was jetzt wichtig ist. Problem, und das hat niemand bedacht. Das ist etwa so wie mit dem Bauern, der seinen unterschiedlichen Weizen auf den gleichen Acker schmeißt. Warum? Adoptiveltern sind kein repräsentativer Querschnitt über alle Eltern. Adoptiveltern, die sind gescreent, getestet, befragt, untersucht, für gut befunden und noch einmal abgestempelt. Und das wissen alle, die schon mal sich bemüht haben, ein Kind zu adoptieren. Die müssen viel mehr machen als einen Elternführerschein. Ja, was wir also bei normalen Eltern nicht verlangen, bei Adoptiveltern verlangen wir das alles. Ist ja auch sinnvoll. Ja, aber man muss sich dann klar sein, wenn die Gene dann auf den guten Nährboden fallen, ja, dann können bloß noch die Gene bestimmen, was draus wird, ja, weil die Umgebung ist gut. Ja. Und deswegen haben Sie da den Fall von so einem Bauern, der den gleichen Samen verschiedenen Samen auf den gleichen Acker wirft. Nun gibt es aber, und die hat der Kollege Sarrazin nicht gelesen, gibt es eine Reihe von Studien, und zwar gute Studien, das heißt randomisierte Studien. Ich erkläre gleich, was das ist, ja, die klar machen, Intelligenz ist wirklich von der Umgebung abhängig. Randomisiert heißt Folgendes. Wenn Sie Adoptivkinder mit nicht adoptierten Kindern vergleichen, oder Sie vergleichen Heimkinder mit adoptierten Kindern, so, dann kommt immer raus, die adoptierten Kinder sind schlauer. Das kann aber auch deswegen sein, weil die Eltern, die sich ein Adoptivkind holen, die sagen, ich hätte hier gerne, also ich nehme doch einen Aufgeweckten. Ja? Also keiner sagt, gebt mir bitte euer behindertes Kind zur Adoption. Ja? Passiert nicht. Deswegen gibt es einen Selektionseffekt. Und wenn Sie also jetzt gucken wollen, was bringt oder was macht eine Adoption, dann müssen Sie solche Selektionseffekte in den Griff bekommen. Und das Einzige, was richtig wirklich gut klappt, wenn Sie das machen wollen, ist randomisieren. Das heißt, Sie nehmen eine große Gruppe von Kindern, sagen, okay, wir könnten 100 adoptieren, aber sie untersuchen erst mal 200 und dann werfen sie die Münze, wen von denen tun sie adoptieren und wer bleibt im Heim. Das geht, aber es ist schwierig durchzuführen. Und was kommt dann raus? Dass die Adoption tatsächlich, also man hat das in Rumänien gemacht, wo die Heime nicht gut sind, bekanntermaßen. Das trifft nicht für alle Heime zu, aber in Rumänien, die Heime, die man da hatte, da war das so. Und da kommt ganz klar raus, Adoption hat einen dicken Effekt auf den Intelligenzquotienten. Mit anderen Worten, die Umgebung macht's. Und zwar ist der Effekt besonders groß in den ersten 2 Lebensjahren. Ist dann mit 2 Jahren alles fertig? Nein. Es gibt eine andere Studie, eine sogenannte Late Adoption Study. Da hat man 5,5-jährige Kinder, die zur Adoption freigegeben waren, randomisiert, das haben die Franzosen gemacht, in entweder arme Elternhäuser, mittlere Elternhäuser oder reiche Elternhäuser adoptiert. Und zwar per Zufall. Und dann später, Jahre später, den Intelligenzquotienten gemessen. Was kommt raus? Die Adoption war in allen Fällen mit einem Wachstum des Intelligenzquotienten verbunden. Wenn die Kinder, die in die arme Familie gekommen sind, da wuchs er um 7 Punkte, bei der mittleren Familie um 12 Punkte und bei der reichen Familie um 20 Punkte. 7 versus 20 Punkte, das ist mindestens manchmal sogar 2 Schultypen. Auf gut Deutsch, ob Sie auf die Hauptschule oder aufs Gymnasium gehen, das liegt ein bisschen daran, in welches Elternhaus Sie hinein adoptiert wurden. Es ist, das zeigen diese Studien und eine ganze Reihe weiterer sehr deutlich, nicht egal, ja, wie Sie aufwachsen. Warum das so ist, das zeigt die Hirnforschung, komme ich gleich noch drauf. Ja, es ist wirklich nicht egal. Und noch was, da Sie an Ihren Genen nichts ändern können, aber an der Umwelt schon, ja, ist dann die Aussage, 80% ist Genetik und deswegen ja, brauchen wir uns eigentlich gar keine Mühe geben, weil das passiert ja ohnehin alles alleine. Das ist völliger Nonsens und gibt uns schlichtweg die falsche Richtschnur für Handlungen. Das deutsche Bildungssystem, das hat ja die PISA-Studie so schrecklich klar ergeben, ist das mit den größten Unterschieden im Hinblick auf soziale Schicht, auf die Bildung. Ja, also es gibt kein Land, nicht Amerika, nicht die Schweiz und nicht England, wo klar ist, die Reichen gehen in gute Schulen und die Armen in schlechte Schulen. Aber selbst in diesen Ländern ist die Abhängigkeit des Bildungsgrades vom sozioökonomischen Status der Eltern, sprich von arm oder reich, nicht so groß wie bei uns. Das ist das frappierendste und schockierendste Ergebnis der PISA-Daten, das wir bekommen haben, schon vor 10 Jahren. Nun, ich wollte Ihnen das hier zeigen, um Ihnen zu zeigen, es ist nicht egal, wenn nämlich das hier Intelligenz
förderbar und förderbar ist durch eine gute Umgebung, dann ist es nicht egal, was wir machen. Wir leben länger. Ja. Und es gibt noch eine Persönlichkeitseigenschaft, die hat auch einen deutlichen Einfluss aufs Überleben. Das ist die Verlässlichkeit. Was Sie hier sehen, die Leute aufgeteilt in die 25% unverlässlichsten, die nächsten 25% ein bisschen verlässlicher, die nächsten und dann die ganz Verlässlichen. Und was Sie sehen ist, je verlässlicher Sie sind, desto eher sind Sie mit 69 noch am Leben. Verlässlichkeit ist auch lebensentscheidend, genauso wie Intelligenz. Und Sie sehen ja, das fächert sich wirklich bei jeder Gruppe schön auf. Hier sehen Sie nochmal, wenn Sie beides kombinieren, ja, dann ist bei niedriger Verlässlichkeit und niedriger Intelligenz haben Sie die 2,5-fache Chance, schon tot zu sein, als bei hoher Intelligenz und hoher Verlässlichkeit. Und nochmal, das sind alles psychologische Variablen, die darüber die lebensentscheidend sind. Ja. Es gibt nebenbei einen ganz neuen, ganz dicken Bericht des bekanntesten englischen Arztes, der einfach von der Königin beauftragt wurde, sich über die Gesundheit der Briten in den nächsten 10 Jahren Gedanken zu machen. Und der hat dann aufgeschrieben, was wichtig ist. Und wissen Sie, was das Nummer 1 am wichtigsten für die Gesundheit der britischen Bevölkerung? Deren Bildung. Ja. Wenn die gebildet sind, sind sie gesünder. Und zwar deutlich. Und er sagt, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Also wenn Sie mal gar nicht mehr wissen, wofür Bildung gut ist, dann kann man sagen, für ein langes Leben. Man wünscht den Leuten ja Glück und langes Leben, wenn sie Jubiläare sind. Ja. Und das Interessante ist, was hier rauskommt, ich fange mit dem langen Leben fange ich an. Ich werde mit dem Glück aufhören. Und beides wird sehr deutlich werden. Ja. Kann man mit der Gehirnforschung ganz gut erklären und kann auch verstehen, warum das so kommt, wie es ist. Nun, ich bin gerade bei der Bildung und möchte Ihnen das, was ich gerade gesagt habe, nochmal anders illustrieren. Was Sie hier sehen, sind 3 Gehirne oder 3 Bilder von 3 Menschen, und also vom Kopf. Das linke Bild, da hat man so durchgeschnitten und schaut so drauf. Und Sie sehen, da fehlt die eine Seite vom Hirn. Ja. Bei dem mittleren Bild hat man das Hirn im Computer so durchgeschnitten und schaut so drauf. Und man sieht, da fehlt die vordere Hälfte. Ja. Und bei dem rechten Bild schaut man auch so drauf und da sieht man, da ist innen alles weg. Da ist nur so außen so ein ganz kleiner Saum. Ja. Und wenn man als Arzt sich so ein Bild anschaut, dann wird man denken, um Gottes Willen, also der mittlere und der rechte, die müssten tot sein und der linke, also auf jeden Fall halb seitengelähmt. Wenn man dann noch weiß, da waren die Sprachzentren, dann redet er auch nicht. Also die sind entweder tot oder ganz schlecht dran. Und jetzt muss man wissen, diese 3 Bilder stammen aus medizinischen Berichten über Menschen, die waren klinisch unauffällig. Alle 3. Links ein Mädchen, das bekam mit 3 Jahren das halbe Gehirn rausoperiert, wurde mit 7 getestet. Und obgleich die Sprachzentren fehlen, ja, spricht es 2 Sprachen fließend. Ohne Sprachzentren. Ja, was können wir mit einem Hirn mit Sprachzentren dann erreichen? Wenn Sie schon ohne Sprachzentren 2 Sprachen können, ja? Der mittlere, das war ein etwa 50-jähriger Lastwagenfahrer, der zufällig mal in den Scanner geriet und dann hat man festgestellt, dem fehlt alles vorne. Ja. Man würde normalerweise sagen, das ist mit dem Leben absolut nicht vereinbar. Ja. Und der Mann war unauffällig. Das war ein Zufallsbefund. Ja. Der rechte war ein französischer Beamter mit 2 Kindern. Zugegebenermaßen nur einfache Laufbahn. Das hat man auch publiziert, dieses Bild, weil die Leute gesagt haben, das kann gar nicht sein, dass der ein normales Leben führt. Aber er hat ein ganz normales Leben geführt. Ja. Was Sie hier sehen, sind im Grunde genommen Existenzbeweise. Ich will Ihnen nur sagen, das gibt's. Und ein Existenzbeweis hat eine ganz verrückte logische Folgerung. Nämlich, wenn es das gibt, ja, was heißt denn das dann? Wir können also mit verdammt wenig Gehirn, ja, verdammt normal sein. Das heißt, wir können... Es kann sich keiner rausreden und sagen, also mein Hirn tut nicht so gut, deswegen bin ich halt bildungsmäßig nicht so gut geraten. Ja? Wenn das geht. Und Sie wissen, es gibt noch ein paar Daten, die einem wirklich nachdenklich stimmen. Noch in den 20er Jahren hatten Menschen, die mit Trisomie 21, früher hieß das Mongolismus, ja, heißt nicht mehr so, die mit Trisomie 21 geboren, die hatten in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts noch eine Chance, dass sie 9 Jahre alt wurden. Noch in den 70er Jahren sind die mit 20, 30 verstorben. Heute werden die 60 und älter. Und nicht nur das.
Es gibt mittlerweile nicht nur die Ersten, die im ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden und einen Job bekommen. Es gibt wenige Abiturienten mit Trisomie 21 und es gibt mittlerweile die ersten Hochschulabsolventen mit Trisomie 21. Ja, es gibt einen in Japan und einen in Europa und Spanien. Hochschulabsolventen mit Trisomie 21. Was heißt denn das? Also wenn Sie wirklich behindert, bekanntermaßen behindert sind, ja, dann vermag eine entsprechende Umgebung, eine entsprechende Förderung und Forderung doch recht viel aus Ihnen zu machen. Ja. Und wenn man sich das klar macht, dann wird klar, wie verschwenderisch wir heute mit der Ressource Gehirn umgehen. Das wird, glaube ich, wirklich klar. Ja. Und dass man da was besser machen könnte und wir nicht unbedingt heute richtig gut beraten sind. Ich glaube, das ist allen klar. Nun, Crashkurs, das machen wir jetzt ganz schnell, weil Sie kennen das alle. Wenn Sie von weit her kommen oder auch von Freiburg kommen und mich hören, dann haben Sie schon ein bisschen was von mir gelesen oder gesehen oder gehört. Und deswegen, das machen wir jetzt einfach ganz schnell. Im Hirn sind Nervenzellen, da sehen Sie eine. Warum ist das Ding so gelb? Weil da eine Textmarkerflüssigkeit reingespritzt hat. Ja? Also in Ihrem Kopf ist es nicht gelb. Nervenzellen sind auch gar nicht gelb. Und vor allem Nervenzellen, die sind nicht so im luftleeren Weltraum hängend. Ja? Das ist ein Kunstprodukt, dieses Bild. Weil man hat einfach mal eine Nervenzelle sichtbar machen wollen in dem Dickicht von Nervenzellen. Und deswegen machen sie einen Fluoreszenzfarbstoff in eine Nervenzelle und dann leuchten sie drauf und dann leuchtet die und alles andere ist dunkel und dann sehen sie die eben schön. Das ist, muss man sich klar machen, warum. Weil diese vielen Verzweigungen da, ja, die dienen dazu, dass andere Fasern da andocken können. Elektronenmikroskopisches Bild, hier sehen Sie, da kommen Fasern an, haben so einen dicken Knubbel am Ende, die enden da, ja, und bringen elektrische Impulse, das wissen Sie ja alle. Aber was man sich oft nicht klar macht, ist, es enden hier viel mehr als die paar Dutzend, die wir hier sehen. Es enden bis zu 10.000 Fasern, ja, an dem Ding, an dem einen Neuron. Und weil das so viele sind, deswegen braucht man die Verzweigung, damit Platz ist für die alle, die da ankommen und ihre Informationen an das Neuron bringen wollen. Ja, wenn das nur so eine kleine Zelle wäre, da hätten die gar keinen Platz, die ganzen 10.000 da anzukommen. Ja. Was wir weiterhin wissen ist, das ist ein schönes Bildchen, dass da der elektrische Impuls hier durch dieses Gelbliche symbolisiert, ja, auf chemischem Wege, Giftgrün, ja, übertragen wird an dem Ding, an diesen Doppelknubbel, ja, wie heißt das, Synapse, wissen Sie alles, ja. Dass jeder Oberschüler lernt heute, Ionenkanäle, Neurotransmitter, Rezeptoren, was hier die chemische Übertragung der elektrischen Erregung an der Synapse, wie das genau geht. Ja. Interessant ist, was die Oberschüler nicht lernen. Was das soll. Ja. Das ist wirklich. Im Gymnasium lernen sie nicht die Antwort auf die simpelste Frage, warum gibt es überhaupt Synapsen? Warum geht der elektrische Impuls nicht einfach weiter? Das wäre viel einfacher, energiesparender, schneller. Also warum braucht man diesen ganzen biochemischen Kladderadatsch hier? Ja. Das wird wirklich nicht thematisiert, obwohl es die wichtigste Frage ist. Und wir haben sogar eine Antwort drauf. Die Synapse, die kann sich ändern. Und das tut sie auch dauernd. Und sie ändert sich, wenn sie benutzt wird. Das Bild ist 11 Jahre alt. Ich zeige das bis heute, weil es ist ein ganz schönes Bild. Plakativer kann man es nicht mehr zeigen. Auf dem linken, das ist eine Synapse fotografiert und da liefen wenige Impulse vorher drüber und rechts viel und deswegen sieht die rechts so aus. Das Ding ist gewachsen, weil viele Impulse drüber liefen. Nun muss man gar kein Fachmann sein, wenn links was drüber läuft, da kommt da weniger an. Warum? Weil die Kontaktfläche ist ja viel kleiner. Ja? Und wenn da hier an der großen Kontaktfläche mehr passiert, da kommt halt von dem Impuls mehr an. Und das ist der Witz von Synapsen, dass da sozusagen mehr rübergeht von dem, was da kommt, je mehr die schon benutzt wurde. Wie nennen wir das? Lernen. Lernen heißt letztlich immer sowas. Nämlich da ändern sich die Verbindungsstärken zwischen Nervenzellen. Sie haben 100 Milliarden Nervenzellen plus minus ein paar in Ihrem Kopf. Und Sie haben 10.000 Verbindungsstellen pro Nervenzelle. Das macht 100 Milliarden mal 10.000, 1 Million Milliarden Verbindungen. Sie können sich auch merken, echt viel. Ja. Wir sind ja die Milliarden heute gewöhnt. Aber selbst für Banker, also 1 Million Milliarden ist viel. Ja. Und Sie machen sich klar, was Sie erlebt haben, ja, was in Ihrem Kopf drin ist, ja, das ist letztlich
dass die Spuren dieser Impulse, die ihr Hirn dauernd kreiert, um zu denken, zu fühlen, zu erleben, zu handeln und so weiter. Und diese Spuren, die das in ihrem Kopf hinterlässt an den Synapsen, das sind sie. Ja. Deswegen hat auch jeder von ihnen ein unverwechselbares, einzigartiges, es gibt ihr Hirn nur einmal im Universum, ganz klar. Ja. Das ist die Kombinatorik von 1 Milliarde Millionen Synapsen ist viel doller als die Anzahl der Atome im Universum. Ja, also das ist viel mehr, kann man ausrechnen. Mit anderen Worten, es geht gar nicht, dass es 2 gleiche Hirne im Universum gibt. Das kann nicht sein. Nur Sie haben Ihr Gehirn. Das macht Sie auch einzigartig. Und ich habe eben was gesagt, das muss ich wieder halb zurücknehmen. Sie haben nicht Ihr Gehirn, sondern man muss eigentlich sagen, Sie sind Ihr Gehirn. Denn Ihr Gehirn, ja, das haben Sie nicht so, wie Sie ein Herz haben. Ne? Herz kann man rausnehmen, neues reinhängen, sind Sie es immer noch. Ja? Aber stellen Sie mal vor, man nimmt Ihnen das Gehirn raus und macht ein neues rein. Da wacht der Spender auf und guckt und wundert sich, dass er so aussieht wie Sie, wenn er in den Spiegel guckt. Ne? Ihr Hirn ist das einzige Organ, bei dessen Transplantation sind Sie lieber Spender als Empfänger. Und das heißt im Klartext, Sie sind Ihr Gehirn. Sie haben nicht eins, Sie sind's. Deswegen so Fragen, entscheide ich mich oder ist es mein Gehirn, ist Nonsens. Sie sind ja Ihr Gehirn. Ja, deswegen kann man da auch nicht so eine dumme Frage stellen, wer ist es denn? Oder, Richter, ich war es nicht, mein Gehirn war es. Ja, da können Sie sich nicht rausreden. Ja, Sie sind nämlich Ihr Gehirn und deswegen taugt die Ausrede nichts vor Gericht. Ja. Es sei denn, Ihr Gehirn war kaputt und dann taugt sie doch. Ja, aber dann waren Sie es eben nicht, sondern Ihr kaputtes Gehirn. Das kommt natürlich vor. Jetzt machen Sie sich mal klar, 1 Million Milliarden kleinste Strukturen hier oben, die sich gebrauchsabhängig dauernd ändern. Ja? Das ist das, was wir heute wissen. Ich möchte Ihnen mal zeigen, wie heftig das dauernd bei Ihnen passiert. Das ist eine Arbeit, die ist eben 10 Jahre älter als die eben, die ist 1 Jahr alt. Und hier hat man eben nicht nur eine Synapse mal fotografiert und dann, und das war's. Nein, man hat bei einem Tierchen hier hinten sozusagen alles weggemacht, bis man aufs Gehirn kam und dann hat man ein paar Nervenzellen wieder so angefärbt, gelblich. Das ist hier schwarz-weiß, deswegen sieht man es nicht gelb. Und dann hat man ein Glasplättchen drauf gemacht und das gleiche Stückchen, was Sie hier sehen, ist ein Stückchen einer Nervenzelle. Entschuldigung, hier, wenn Sie so ein Fädchen da nehmen, ja, mit so ein paar Knubbeln dran, ja, genau das sehen Sie hier auch. Was Sie nicht sehen, sind die Fasern, die an jedem dieser Knubbel enden. Die müssen sich dazu denken. Die sind natürlich auch da. Die sind nicht angefärbt, deswegen sieht man die nicht. Und jetzt passen Sie mal auf. Die Forscher konnten jeden Tag an verschiedenen Stellen, nicht bloß da, das ist halt ein Beispiel, genau hingucken, wie sieht denn das Stückchen aus? Und Sie sehen, das ist immer gleich, aber es ändert sich. Und die Forscher haben es uns leicht gemacht. Die haben immer da einen roten Pfeil hingemacht. Wenn was Neues da ist, was davor nicht war, und einen blauen Pfeil, wenn was da ist, was jetzt nicht mehr da ist. Ja. Also, kommen wir mal da in die Mitte. Da oben, da ist was, ja, und der blaue Pfeil sagt, jetzt ist es weg. Bei dem roten Pfeil ist da jetzt was, was da vorher nicht war. Und hier genauso. Jetzt sehen wir, das war 4 Tage später, nochmal 4 Tage später, wieder. Das Ding, was dazu kam, ist wieder weg. Ja. Da oben ist was weg und da kam noch was dazu. Das ist ein kleines Stückchen einer Nervenzelle. Und das ist beim Versuchstier, bei Ihnen sieht es nicht anders aus, aber was Ihnen jetzt klar sein muss, da oben ist es nicht so, wie ich noch im Studium gelernt habe, naja, das Hirn, das ist zwar kompliziert, aber es passiert eigentlich nichts, deswegen ist es langweilig. Ja. Hier sehen Sie, da macht's und tut's und wuselt's, ja, in Ihrem Gehirn, jetzt. Ja. Da wird angebaut, umgebaut, weggeräumt, neu hingepflastert und so. Also da wird dauernd geschafft und gemacht und getan. Ja, die Struktur ändert sich dauernd. Jetzt ging das Experiment los. Jetzt wollte man, dass da gelernt wird. Und das war sehr clever. Ich habe gesagt, da hinten war das Löchle, weil beim Versuchstier, wie bei uns auch, was sitzt hier hinten? Das Sehsystem. Was ist der Witz am Sehsystem? Es kriegt Input von 2 Augen. Wie können Sie das Ding dazu zwingen, dass es was lernen muss? Sie kleben eins zu. Dann muss das Tierchen lernen, mit nur einem Auge zu sehen. Was würden Sie erwarten? Mehr Verbindungsstellen, weil das Ding lernt ja, das Tierchen. Und was sehen Sie hier? MD 4 Days heißt Monocular Deprivation für 4 Tage, auf gut Deutsch ein Auge zu. Und nachdem 4 Tage lang ein Auge zu war, sehen Sie mehr rote Pfeile. Ja?
und nochmal 4 Tage ein Auge zu. Wieder wurde Pfeile, viel mehr als blaue. Man hat natürlich nicht nur die 2 Sachen geguckt, man hat an vielen Stellen geguckt, hat dann Strichlisten gemacht, gezählt und man sieht tatsächlich, da geht eine Kurve, die Anzahl der Synapsen geht richtig rauf in diesen 8 Tagen, wo das Tierchen ein Auge zugeklebt bekommen hatte. Gleichzeitig, man hat Tests gemacht und gefunden, das Tierchen sieht immer besser. Ja, also es sieht besser und Sie können zugucken, warum, weil da wieder mehr Verbindungen entstehen. Jetzt ging das Experiment noch weiter, man hat dann die Augenklappe weggemacht und was passiert mit dem Tierchen? Na, es ist erst recht gut mit 2 Augen, er hat es schon immer gut gesehen, aber natürlich weiterhin gut. Nach 1-2 Wochen hat man die wieder hingemacht. Tierchen sieht sofort gut und im Kopf wächst nichts. Warum? Ist ja schon alles gewachsen. Das war ein ganz wichtiges Experiment, ja. Man hat nämlich zeigen können, bei Lernprozessen, ja, da entstehen neue Verbindungen und die bleiben dann, die Spuren, ja, und sind später wieder benutzbar, auch wenn man zwischendurch sie nicht gebraucht hat. Deswegen hieß die Arbeit auch, Experience leaves a lasting structural trace in cortical circuits. Erfahrung hinterlässt eine andauernde strukturelle Spur in Netzwerken der Gehirnrinde. Nature 2009 im Januar. Und das ist die Arbeit direkt einfach nur rauskopiert. Und das hier unten, verzeihen Sie, dass es so profan ist, aber ich möchte es einfach mal klar machen, worum es geht. Ja? In Ihr Hirn, da laufen elektrische Impulse, die kommen irgendwie rein, von den Händen, von den Augen, von den Ohren, Übungen. Und dann machen Sie, denken Sie, fühlen Sie und dann machen Sie Handlungen. Das heißt, Sie programmieren Ihre Muskeln, Ihre Drüsen und es passiert wieder irgendwas. Aber da oben laufen dauernd elektrische Impulse rum und die ändern die Struktur. Etwa so wie Leute, die auf dem Schnee rumlaufen in einem verschneiten Park. Ja, da gehen die rein, dann kaufen sie mal einen Glühwein, dann müssen sie zur Toilette, ja, und dann kaufen sie noch ein Souvenir, dann gehen sie raus. Und wenn das genug Leute, ein paar laufen auch irgendwie komisch, aber die meisten laufen irgendwie so. Und am Abend können sie von oben runter gucken und was sehen sie da auf diesem verschneiten Park? Sie sehen Trampelpfade. Gebrauchsabhängig entstandene Spuren. Warum erzeige ich Ihnen so etwas Eigenartiges, Blödsinniges? Ganz einfach, weil es ist ein schönes Bild dafür, wie es in Ihrem Kopf zugeht. Ja? Sie benutzen Ihr Hirn und dadurch entstehen Strukturen, Spuren. Die kann man heute filmen. Ja. Und die Hardware ändert sich durch die Software, die auf ihr läuft. Ihre Erfahrung ändert Ihr Gehirn. Jeden Tag. Ja, deswegen haben Sie Ihr besonderes Gehirn. Weil jeder hat andere Erfahrungen. Weil Sie brauchen auch nicht, denn heute bleibe ich mal im Bett und schon meine Synapsen. Also Sie haben so viele. Ja. Alles, was Sie erfahren können, da kann Spuren hinterlassen, weil Sie haben ja so viele. Ja. Es ist sogar so weit, um dem Bild zu bleiben, stellen Sie sich mal vor, die Glühweinbude, die macht dicht am anderen Tag und der Nachbar macht auf und der hat auch eine. Ja? Wie laufen die Leute jetzt, wenn sie reingehen? Sie gehen erstmal die Spur lang und dann gehen sie da den kleinen Weg noch rum. Wenn sie dann zur Toilette müssen, gehen sie dann wieder zurück und gehen dann. Das heißt, die Spur wird benutzt, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr gut taugt. Warum wird sie benutzt? Weil sie da ist. Und da läuft es sich nun mal leichter. Das ist der Grund, warum es viel leichter ist, eine schlechte Angewohnheit, sich gar nicht erst anzugewöhnen, als sie sich wieder abzugewöhnen. Neurowissenschaftlich betrachtet. Ja? Denn die Spuren sind halt nun mal da. Ja? Und wenn sich das eingeschleift hat und man will es wirklich nicht mehr, ja, dann muss man immer mit viel Willensanstrengung, müssen Sie sich vorstellen, stapfen Sie sozusagen mit Fußstapfen einen neuen Pfad. Aber den gehen Sie noch längst nicht automatisch, wenn Sie den einmal lang gegangen sind. Ja, denn da ist noch ein schöner, ausgetrampelter Pfad und den gehen Sie lieber. Ja. Da müssen Sie eine ganze Menge rumstapfen, ja, mit viel Willensanstrengung und Kraft und Schweiß, bis Sie den neuen Pfad vollautomatisch gehen. Ja. Deswegen ist es so schwer. Und deswegen nochmal, es ist viel einfacher, gleich das Richtige zu lernen, als erstmal das Falsche. Das ist einfach so. Nun, man kann das auch makroskopisch sehen. Diese Spuren sind natürlich winzig klein. Aber Sie müssen sich so vorstellen, wenn jetzt immer wieder Spuren angelegt werden, dann ändert sich tatsächlich auch auf größerer Ebene, was Nervenzellen machen. Das ist eines der berühmtesten Bilder aus der Gehirnforschung. Sie sehen das Gehirn von der Seite und dann hat man da mal durchgeschnitten, dann sehen Sie den Schnitt und was Sie da so als gewurstelt sehen, das ist die Gehirnrinde, da sitzen die Nervenzellen. Da drunter, Luft, Wasser, da sitzen die Fasern, die gehen ins Gehirn rein und dann verzweigen die sich vielfach und gehen zu vielen Nervenzellen. Und der Witz ist jetzt der,
Wenn viel kommt, dann werden die Synapsen stärker. Und dann werden viele Nervenzellen dann dafür zuständig, weil die Synapsen so stark werden und dann werden die Nervenzellen, wenn wenig kommt, dann werden halt wenig Nervenzellen dafür zuständig. Ja. Deswegen haben sie, man hat mal einfach da oben hingemalt, wofür die Zellen zuständig sind. Sie haben einmal Tasten und einmal Bewegen, das wissen wir schon lange. Ja. Und dann sehen Sie zum Beispiel, dass die, für die Hand ist viel Platz und für Lippen und Zunge ist viel Platz. Ja. Warum? Ja, es kommt da ganz viel. Für den Rücken ist in Ihrem Kopf ganz wenig Platz. Warum? Weil Sie essen selten mit Ihrem Rücken. Ja. Von dem kommt ja tastmäßig nichts Interessantes. Ja. Deswegen werden da wenige Verbindungen geknüpft von den Zellen, die im Rücken sitzen, Impulse ans Hirn melden. Ja. Aber es kommen da nicht viele. Deswegen werden im Hirn wenig Zellen für den Rücken zuständig. Von der Hand kommt dauernd was Interessantes, von Lippen und Zungen auch. Deswegen haben Sie viel Platz für die Hand und viel Platz für Lippen und Zunge in Ihrem Gehirn. Das ist, dieses Bildchen ist, wenn Sie so wollen, Produkt Ihrer Lebenserfahrung. Auch. Das wissen wir sehr genau. Konstanzer Arbeitsgruppe hat schon vor gut über 10 Jahren publiziert, dass wenn Sie Profi-Geiger und Profi-Gitarrenspieler untersuchen, die sind deswegen Profis, weil sie früh mit 3, 4 oder 5 angefangen haben, ihr Instrument zu üben und weil sie, als sie 20 waren, schon mindestens 10.000 Stunden geübt haben. Das kann man zeigen. Wenn sie 20 sind und haben erst 6.000 Stunden geübt, werden sie kein Profi mehr. 10.000 Minimum. 10.000 Stunden Geige üben heißt 10.000 Stunden extra Input von da nach da. Sie wissen das Kreuz. Ja? Da. Was können Sie bei Profigeigern nachweisen? Bis zu 4 cm mehr Platz für die Finger der linken Hand. Bis zu 4 cm mehr Platz. Ja. Nachweisen. Und je früher die anfangen, desto mehr, später anfangen werden. Wenn Sie jetzt anfangen würden, würden vielleicht nur ein paar Millimeter schaffen, aber damit wir uns richtig verstehen, Sie erkennen einen Profigeiger nicht an so einem Knubbel. Ja. Die Nervenzellen sind alle da, aber wofür die zuständig sind, ja, das ändert sich dadurch, was mit Ihrem Hirn passiert. Ja. Es ist andersrum formuliert, nicht egal, was Sie den ganzen Tag mit Ihrem Hirn machen, denn Sie werden langfristig zu dem, was sie mit ihrem Hirn den ganzen Tag machen. Ja. Deswegen kümmern wir uns ja auch so um Bildung. Ja. Man tut oft so abgehoben und naja, wir machen alles möglich und dann kommt ab und zu auch mal die Bildung. Das ist völliger Nonsens. Ja. Unser Hirn unterscheidet nicht zwischen Spielen und Bildung. Ja. Und die Engländer sprechen ja auch von Education und das ist Erziehung und Bildung, da wird nicht unterschieden. Ne. Und das Hirn macht es wie die Engländer, unterscheidet da auch nicht. Ja. Sie haben nicht ein anderes Hirn, wenn Sie in die Schule reingehen und wenn Sie rausgehen, wieder ein anderes. Ja, Sie haben immer das Gleiche, das nehmen Sie mit, vom Frühstück bis ins Bett gehen. Und das ändert sich und das unterliegt den Gesetzen, denen es unterliegt. Ob es jetzt in der Schule ist oder nicht, ja, Sie lernen einfach. Aus dem, was ich gerade eben gesagt habe, folgt auch, was mir manchmal vorgeworfen wird. Der Spitzer sagt ja komische Sachen. Nämlich, sagt, das Gehirn lernt immer, tut nichts lieber und macht sowieso nichts anderes. Wenn Sie jetzt wissen, wie Synapsen, was die machen, ja, 1 Million Milliarden von den Dingern, ja, die sich gebrauchsabhängig ändern. Das ist deren Job. Deswegen, ja, Ihr Gehirn lernt immer und kann nicht anders und macht sowieso. Jetzt sind hier Lehrer und die werden mir dann sagen, ja, komm von der Uni, typisch Elfenbeinturm, keine Ahnung von der Wirklichkeit, von wegen des Gehirn lernt immer, jeden Morgen sitzen 30 Gegenbeispiele vor mir. Ich kenne das. Ja. Was ist davon zu halten? Naja, das Gehirn lernt schon immer, aber nicht immer das, was Sie wollen, dass es lernt. Ja. Sie machen Goethes Faust über dem Tisch und die machen SMS unterm Tisch. Ja. Und dann können 10-Jährige mit dem Daumen heute rasend schnell tippen. Ja. Das haben die halt gelernt. Ja. Und was anderes halt nicht. Also nochmal, das Gehirn kann gar nicht. Sie haben sogar manchmal ein Problem. Manchmal würden Sie gern, dass die Kinder gerade mal nichts lernen. Ja. Wenn Sie vielleicht vorm Ego-Shooter hocken oder sonst irgendwas. Aber Sie lernen da auch. Was lernen Sie? Ballern. Ja. Wir wollen das nicht. Aber es ist so. Ist heute nicht mein Thema. Ich möchte weiterreden über uns. Was ist denn in unserem Kopf los und was ist da wichtig? Das ist nicht irgendwie ein Straßenbahnfahrplan oder so. Das ist Ihr Sehsystem. Unten geht's Licht rein, da ist sozusagen der Augenhintergrund und dann ganz unten wird aus dem Licht elektrische Impulse und die werden dann in diesen Bereichen weiterverarbeitet. Jedes dieser Kästchen hier entspricht einem Stückchen Gehirn. Die sitzen alle hier hinten, ein Drittel etwa hier hinten des ganzen Gehirns macht Sehen. Ja. Und die unteren, die können wir heute schon bei Ihnen in Quadratmillimetern vermessen. Jedes einzelne von denen. Das geht schon. Die oberen, da geht es noch nicht so gut, aber geht immer besser.
auf dem Quadraten. Also das ist nicht irgendwie so mal hingeschrieben. Sie wissen ja, Psychologen haben früher so gern mal ein Kästchen gemacht, Denken, ja? Kästchen Gefühl, Doppelpfeil dazwischen, das hat was miteinander zu tun. Ja? Also davon rede ich nicht. Ja? Die Dinger, die Sie hier bunt sehen, die gibt's wirklich. Ja? Und die Verbindungen da, die gibt's auch, jede einzelne kennt man mit dem Vornamen. Ja? Und deswegen sage ich auch, wir können messen, wie groß die Dinger in Quadratmillimetern sind. Ja? Und dann wissen wir auch, was die machen. Das mittlere Dunkelbraune ist für Bewegungen zuständig. Das dunkel, ganz dunkelblaue rechts hier, das ist fürs Farbensehen zuständig. Und wenn das Farbensehding kaputt ist, dann sehen Sie alles, aber bloß noch schwarz-weiß. Also das gibt's alles wirklich. Ja. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich Ihnen klar machen will, wie Ihr Gehirn funktioniert, nämlich modular und gleichzeitig extrem vernetzt. Und dieses Stückchen Gehirn da, die haben ja alle was gelernt. Ja, und das Gelernte haben die gespeichert. Und das brauchen die auch dauernd, weil ihr Farbareal geht an, wenn sie den Blumenstrauß angucken und sofort ist klar, was sind das für Blumen und, ja, und welche Farbe. Und das geht ganz schnell und vollautomatisch und so. Das brauchen sie alles dauernd, wenn sie entsprechend sich mit der Umwelt auseinandersetzen. Das mag ich Ihnen gar nicht zeigen, das kennt ja jeder. Sie sehen eine Kuh und jetzt sehen Sie erst recht die Kuh und wups, so, und jetzt sehen Sie hoffentlich alle eine Kuh. Ja? Was will ich Ihnen damit klar machen? Sie sehen jetzt eine Kuh, weil Ihr Kuhneuron aktiv ist. Ja? Und Ihnen sagt, da gehört eine Nase hin, das ist ein Ohr und das ist ein Rücken und so weiter. Ja? Ebenso wie hier. Das sehen Sie sich zurecht mit Hilfe dessen, was Sie schon über Kühe wissen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Plastizität, Modularität, Vernetzung. Und diese Vernetzung, die geht sehr weit. Nicht nur sind die Sehzentren alle miteinander vernetzt, die sind auch noch mit anderen Zentren vernetzt, nämlich mit solchen, die fürs Hören zuständig sind, die fürs Bewegen zuständig sind, die fürs Reden zuständig sind, die fürs Riechen und für alles andere auch noch zuständig sind. Also im Gehirn sind schon einzelne Teile für bestimmte Dinge, Leistungen zuständig. Andererseits sind die aber auch alle ganz heftig miteinander verbunden. Und diese Verbindungen, das muss man auch nochmal sagen, das sind nirgendwo Pfeile, das hat einen Grund. Weil die tauschen sich alle aus. Nach dem Motto, wenn es von da nach da geht, geht es auch wieder zurück. Also die reden miteinander in wechselseitiger Richtung. Es geht nicht nur so, dass die da immer kompliziertere Sachen rausknobeln, was ist denn das da am Auge, ja? Sondern die auch zurück. Deswegen das Kuhbeispiel. Ja? Sie sehen sich mit Hilfe dessen, was sie wissen, eine Kuh zurecht. Das ist ein wichtiger Punkt. So, und weil im Gehirn eben alles mit allem so heftig verkoppelt ist, deswegen dieses Lieblingsbeispiel von mir, das sind zwei Sachen. Jetzt machen wir einen Test, einen kleinen. Der eine heißt Bubu und der andere Kiki. Wer glaubt, dass der linke Bubu und der rechte Kiki heißt? Hand hoch. Einer. Der kennt sich mit moderner Kunst gut aus. Also es gibt immer einen, der jetzt die Hand hebt, aber es könnte sein, der Rest schläft. Machen wir mal die Gegenprobe. Wer glaubt, dass rechts Bubu und links Kiki heißt? Aha. Enthaltungen? Okay. Eine Enthaltung, okay. Das Frappierende ist, das können Sie auf der ganzen Welt machen, es kommt immer das Gleiche raus, nämlich das, was eben rausgekommen ist. Warum sind Sie alle der Meinung, der rechts heißt Bubu und der links Kiki? Die Antwort ist ganz einfach. Stellen Sie sich mal die Dinger vor, ausgeschnitten aus Sperrholz und dann hauen Sie drauf. Dann klingt der bumm und der so bip. Ja? Und das wissen Sie, wenn Sie da hingucken. Sie denken da nicht drüber nach, aber Sie sehen klar. Also wenn Sie hier hingucken, auf Ihrem Augenhintergrund sind ein paar verschmierte Pixel, je nachdem, wie gut Sie sehen. Ja? Trotzdem ist Ihnen klar, wie es klingt, wenn ich so mache. Das wissen Sie, da müssen Sie nachdenken, das ist Ihnen klar. Sie wissen auch, wie sich das anfühlt, noch bevor Sie hingreifen, wissen Sie, wie sich es anfühlt. Und wenn es sich so flauschig anfühlen würde, würden Sie sich sehr wundern, was Sie da in der Hand haben. Ja? Es ist aber glatt und ein bisschen kühl und also es hat eine Haptik, es hat eine Akustik, es hat eine Optik und die ist sofort präsent, alles auf einmal, sobald Sie das auf Ihrem Augenhintergrund haben, weil alles so heftig miteinander vernetzt ist. Ja? Das ist ganz wichtig. Und weil sie mit der Welt ihre Erfahrungen haben, deswegen heißt der rechts Bubu und der links Kiki, das ist einfach so. Ja? Und nebenbei, überall auf der Welt ist es so. Ja. Nun, ich habe eben von Bewegungen gesprochen, das habe ich auch ernst gemeint, denn
links nochmal das Sehsystem. Ja, das haben wir ja nicht so zum Spaß oder zur Erkenntnisgewinnung. Oh, hier steht ein Glas. Sie haben schon gemerkt, was ich mitgemacht habe. Ich habe das Ding genommen, habe getrunken. Das heißt, unser Gehirn produziert nicht nur dolle Erfahrungen, es produziert vor allem einen Output. Ja, Sie haben Informationen, gehen rein und Sie machen was. Ich brauche meine Muskeln zum Greifen und schwupp. Und Sie sehen, das Ganze geht also sozusagen vom Augenhintergrund, von Pixeln, ja, bis hin zu Muskelkontraktionen. Und da oben ist wieder ganz klar der Muskel und nicht der. Ja. Wer immer tritt, wenn er ein Glas trinken will, macht was falsch. Hat auch nicht überlebt langfristig. Ja. Deswegen, wir stammen von denen ab, wo es gut funktioniert hat. Und das Ganze da drin, das sind komplexe Mechanismen der Verarbeitung, wo wir die Dinge eben aufgrund dessen, was wir schon wissen, in Objekte und Lebewesen und in allen möglichen Einteilen kategorisieren, um dann eben die richtige Handlung zu programmieren und dann auch gleich auszuführen. Da stecken also komplizierte Dinge auch innen drin. Ja? Und vor allem die Bewegung und das, was wir über die Dinge denken, ist ganz eng miteinander verknüpft. Dazu eine ganz schöne Studie. Sie werden sich wundern. Ich mag immer die einfachen Experimente, weil die manchmal sehr schlagend sind. Und das ist so eins von den ganz schönen. Die Aufgabe ist so simpel, wie sie nur sein kann. Schnappt ihr den Klotz und legen oben hin. Mehr nicht. Und dann filmen Sie die Bewegung mit einer Videokamera von oben. Die Klötze sind gleich groß, ein bisschen verschiedenfarbig, damit man sie unterscheiden kann. Und dann sind da noch Zahlen drauf. Was Sie nicht können, ist so einen Klotz betrachten oder eben angucken und greifen und die Zahl nicht zur Kenntnis nehmen. Es ist vollkommen klar, dass da eine Zahl ist. Und Sie sehen die auch und wissen auch schon, was das für eine Zahl ist und so weiter. Und das Interessante ist, das wirkt sich auf Ihre Greifbewegung aus. Nämlich in dem Sinn, dass wenn Sie den Klotz greifen, auf dem die 2 steht, dann geht Ihr Daumen und Zeigefinger in den ersten Teil der Bewegung, ja, nicht so weit auseinander, als wenn Sie wie große 8 greifen. Ja, dann müssen Sie ja schon ganz schön die Hand auseinander machen. Ja. Am Ende, ganz da hinten, da ist natürlich Rot und Blau gleich groß. Warum sind die gleich groß? Ganz einfach, weil die Physik des Klotzes am Ende bestimmt, wo Ihre Finger sind. Ja. Aber am Anfang bestimmt die Zahl auf dem Klotz die Weite Ihrer Finger. Ja. Also die Zahl ist in Ihrem System drin, von da wird sie weitergereicht, geht überall hin, innerhalb von wenigen Millisekunden ist die überall und beeinflusst Ihre Bewegungsprogrammierung, ob Sie wollen oder nicht. Das merkt ja keiner. Es passiert. Ja. Sie greifen da was Kleines oder was Großes und entsprechend fällt Ihre Bewegung aus. Ist das jetzt nur so was, so eine Kuriosität aus dem Labor? Kann man auch schön nachweisen. Mein Lieblingsexperiment. Sie können Menschen ohne jeden Hokuspokus bestimmte Gedanken voraktivieren und dann messen, was dabei rauskommt. Das klingt kompliziert, ist ganz einfach. Sie machen den sogenannten Sentence Descrambling Task. Ich erkläre kurz, wie es geht. Sie sehen Wörter, zum Beispiel so Wörter wie "das heute Wetter schön ist". Und dann heißt, mach da einen Satz draus. Und wenn Sie das machen müssen, dann müssen Sie ein bisschen über die Wörter nachdenken. Was heißt denn das? Ach, das könnte heißen, heute ist das Wetter schön. Und dann schreiben Sie den richtigen Satz aus. Also Descrambling heißt Scrambled Eggs in Rühreier, also entrührt sozusagen. Ja, Sie haben die Sätze wieder ordentlich gemacht. Ja. Und das machen Sie 30 Mal und dann sind Sie fertig. Und dann haben Sie sozusagen Ihr Sprachvermögen bemüht und das war's. In der Kontrollgruppe, in der Experimentalgruppe, machen Sie auch 30 Sätze und jedes Mal die Wörter richtig rum. Aber in jedem zweiten Satz kommt ein Wort vor, das verwandt ist mit dem, was Sie aktivieren wollen. Klingt kompliziert, ist ganz einfach. Die Vorhänge haben Falten. Der Fußboden ist grau. Luise bekommt Rente. Heiner geht am Stock. Maria hat eine neue Brille. Das waren jetzt so Beispielsätze, schon richtig rumgedreht. Falten, grau, Rente, Stock, Brille. Worum geht's? Alter. Jetzt haben Sie also 30 Leute, die haben einfach irgendwelche Sätze richtig rumgedreht. Etwa 30 waren es meistens, es waren 30 Sätze. Und Sie haben nochmal 30 Leute, die dann eben 30 Sätze richtig rumgedreht haben, von denen in jedem zweiten Satz ein Wort Alters verwandt ist. Ja, und dann sagen Sie den Versuchspersonen, also wenn ihr fertig seid am Ende vom Gang, da ist ein
Schuhkarton, da schmeißt du euren Zettel rein, morgen werten wir das dann aus. Was wird ausgewertet? Die Zeit, die die Leute brauchen, um den Gang lang zu laufen. Und wer gerade 15 altersverwandte Wörter im Kopf hin und her gewendet hat, läuft 17% langsamer. Das merkt überhaupt keiner. Ja? Es passiert. Es passiert einfach. Ja? Weil das sind alles Effekte, die ja auch die haben sicher schon Sachen gehört, wie im Supermarkt wird, wenn man schnellere Musik laufen lässt, sind Leute schneller an der Kasse, aber kaufen auch ein bisschen weniger. Ja? Die Kunst ist nicht zu langsame, dann brauchen sie zu lang und verstopfen die Gänge. Ja? Und nicht zu schnelle Musik im Supermarkt laufen zu lassen, damit sie dann jetzt durchrennen und nur wirklich das kaufen, was sie kaufen wollten. Das wäre ja auch ein Fehler. Ja? Wenn Sie im Weinladen französische Musik laufen lassen, kaufen Leute französischen Wein. Wenn Sie deutsche Musik laufen lassen, deutschen Wein. Die Studie hat man gemacht, kam tatsächlich raus, dicker Effekt. Und an der Kasse hat man alle gefragt, sagt mal, warum hast du denn den Wein gekauft? Ein einziger hat gesagt, die Musik hat mich daran erinnert. Dessen Daten hat man dann von der Auswertung ausgeschlossen. Ja. Also keiner hat es gemerkt, aber es passiert. Ja. Und solche Effekte sind ganz häufig. Ich zeige Ihnen hier ein Bild vom Gehirn, da schauen Sie so von unten drauf auf das Stückchen Gehirn über der Augenhöhle. Die heißt Orbita und weil es vorne ist und über der Augenhöhle heißt das ganze Ding orbitofrontaler Cortex. Den sehen Sie hier von unten. Jeder Punkt ist eine wissenschaftliche Studie, nicht eine Person oder so, sondern eine Studie zu der Frage, wo in unserem Kopf Werte kodiert sind. Wenn Sie also mal gefragt werden, wo sitzen die Werte im Kopf, das wissen wir, da vorne, über dem Auge, auf beiden Seiten. Wir wissen sogar, das sind die grünen Punkte, dass die positiven Werte eher in der Mitte sitzen und die negativen Werte, das sind die gelben Dreiecke, eher am Rand. Ja? Also hier negative Bewertung, hier positive Werte, das wissen wir. Ja. Aufgrund von vielen Studien, das ist jedes einzelne Pünktchen ist eine Studie, ja, die das irgendwie versucht hat rauszukriegen. Diese Werte sitzen natürlich auch zwischen Input und Output. Also irgendwo zwischen den Pixeln in meinem Auge und dass ich da denke ich auch, Mensch, Wasser ist gut jetzt. Ja? Und diesen positiven Wert, der beeinflusst, dass ich jetzt da greife und auch trinke. Ja. Und das Ganze ist genauso eingeschleift in das, was ich so tue, ja, wie alles andere auch. Deswegen passiert die Bewertung auch so automatisch. Und wie automatisch? Das zeige ich Ihnen mit der folgenden Studie. Die ist ein Jahr alt, Psychological Science 2009. Right or wrong, the brain's fast response to morally objectionable statements. Was hat man hier gemacht? Kurzer Hintergrund, seit 1980, da ist es zum ersten Mal publiziert, weiß man Folgendes. Wenn unser Gehirn einen Satz versteht und irgendwie stutzig wird, weil was nicht passt, dann haben Sie 400 Millisekunden, nachdem Sie das Wort sehen, was irgendwie komisch ist, hier ein negatives Potenzial, was Sie messen können. Weil es negativ ist und weil es 400 Millisekunden, nachdem Sie das Wort sehen, auftritt, heißt es N400. Ich mache mal eine N400 bei allen von Ihnen. Achtung! Die Pizza war zu heiß zum Fliegen. 400 Millisekunden nach Fliegen hätte man hier oben bei Ihnen jetzt negativ ableiten können. Das ist so, weiß man lernt. Da gibt es tausende von Studien, wirklich tausende. Die Pizza war zu heiß zum Essen. Keine N400. Interessant ist, die Pizza war zu heiß zum Trinken. Eine kleine N400, weil ein bisschen passt Trinken zum Essen ja schon. Ja. Also Sie können wirklich semantische Distanz elektrisch messen. Das geht. Ja, das geht wirklich. So, und jetzt kommt die Studie. Jetzt haben sich die Leute überlegt, geht das auch mit Bewertungen? Ich bleibe noch gerade jugendfrei. Sex vor der Ehe ist okay. Die Versuchspersonen waren keine College-Studenten, wie sonst üblich, weil man wollte, welche Leute haben, die so gestandene Werte schon durchaus klar in sich repräsentiert haben. Es waren also 45-Jährige, nicht 20-Jährige. Und man hat zwei Gruppen genommen, nämlich strenggläubige Christen und
ich sag mal, Hardcore-Atheisten. Und wenn Sie als strenggläubiger Christ hören, Sex vor der Ehe ist okay, dann würde man annehmen, dass das okay nicht passt und dass Ihr Hirn eine N400 produziert. Und so als Atheist, das ist so völlig okay, ja, und Sex vor der Ehe ist verwerflich, das passt dem nicht, dann hat der eine N400. Also Sie würden immer genau das Gegenteil, bei dem einen würden Sie eine N400 kriegen, bei dem anderen genau nicht und umgekehrt, je nachdem, was Sie für Sätze bringen. So hat man 150 solcher Sätze konstruiert, entsprechend gemessen, und genau das kommt raus. So wie in der Wissenschaft immer, Sie suchen was und wenn Sie Glück haben, finden Sie es. Und dann haben Sie, je nachdem, wie Sie sehen, noch größeres Glück oder Pech, Sie finden noch was. Das war hier der Witz. Nächstes Mal, so sieht das aus. Ja. Sie sehen da, die Kurven weichen voneinander ab und dann sehen Sie die Pfeiler, die bezeichnen die Effekte. Hier sehen Sie es nochmal. I think euthanasia is an acceptable course of action. Und bei acceptable, bei dem Christen, der findet Euthanasie nicht akzeptabel. Und wenn der akzeptabel liest, dann hat der eine N400. Das sehen Sie, da unten steht N400-Effekt und da ist der Pfeil. Und da sehen Sie, da weicht das Rote weicht von dem Schwarzen ab. Und dieses, es sieht so klein aus, aber wenn man diese Kurven gewöhnt ist, sieht man gleich, das ist ein Effekt und man kann die Statistik berechnen, das ist auch zuverlässig und. Und Sie sehen hier, beim Nichtchristen ist es genau umgekehrt. Also man sieht hier tatsächlich einen ganz interessanten Effekt, nämlich, dass die Bewertung auch uns stutzig macht. 400 Millisekunden nachdem das Wort, was wertemäßig nicht passt, auftritt. Und jetzt kommt der Witz. Was man hier auch sieht, und das ist da unten schön da auch, ist die Early Positivity. Sie sehen also, die Kurven, die gehen schon auseinander. Nicht erst 400 Millisekunden, wie bei der Pizza, die zu heiß war zum Fliegen, ja, nach Fliegen, 400 Millisekunden, hopp, was ist denn hier los, ja, passt nicht. Nein, wenn Sie da einen Wert haben, der nicht passt, dann gehen die Kurven schon 200 Millisekunden danach auseinander. Mit anderen Worten, Ihr Hirn weiß schon lange, das passt mir nicht, wenn es noch gar nicht weiß, worum es geht. Und das ist das Verrückte an der Studie. Ja? Also wenn Sie was nicht verstehen und stutzen, dann braucht Ihr Hirn genau dafür 400 Millisekunden. Und wenn Ihnen was nicht passt und Sie stutzen, hat Ihr Hirn das schon nach 200 Millisekunden raus. Ist Ihnen jetzt klar, warum politische Debatten stundenlang gehen und die sich trotzdem nicht verstanden haben? Ja? Wenn Ihr Hirn nach 200 Millisekunden kapiert hat, das Blech, was der da redet, ja, und noch gar nicht kapiert hat, was der redet, ja, dann können die sich ja, da können die ewig miteinander debattieren. Ja? Die wissen ja schon, das ist Blech, wenn sie noch gar nicht wissen, was es ist. Nebenbei, was wissen gute Mediatoren, wie man im Streit vorgeht? Ganz einfache Sache. Sie lassen die Opponenten erstmal den Standpunkt des anderen, so gut sie es können, zusammenfassen. Und wenn die dann Fehler machen, sagen, Moment mal, sie müssen es wirklich richtig gut machen, ja, damit sichergestellt ist, dass die überhaupt mal zur Kenntnis genommen haben, was der andere sagt. Was, wie Sie hier schön sehen, gar nicht der Fall sein muss. Ja, und im Normalfall eher nicht der Fall ist. Ja, wenn Ihr Gehirn schon festgestellt hat, es passt mir nicht, wenn es noch gar nicht weiß, worum es geht. Ja. Ich habe neulich mal mit einem Philosophen darüber debattiert, der zu mir dann gesagt hat, Manfred, das kann doch gar nicht sein. Ich sage, naja, die Kurven sind aber so. Ja? Philosoph sagt, das gibt's nicht. Ja, das ist, ich meine, ich habe ja Philosophie studiert und ich finde es dann schade, weil ich finde, viel, viel spannender ist, Moment mal, wenn das so ist, was folgt denn? Ja. Und nebenbei, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, unser Gehirn ist ja seit Jahrmillionen mit Bewerten beschäftigt. Mit dem Verstehen von Sätzen. Ein paar 10.000 Jahre. Ja. Sodass Bewerten rasch kommt. Das Spannende ist natürlich hier, der Input ist ein Satz. Aber dass Wörter sozusagen im Hinblick auf ihren bewertenden Gehalt rasch analysiert werden, viel schneller noch als im Hinblick auf alle Ramifikationen der Bedeutung dieses Satzes. Ja? Das wundert mich persönlich überhaupt nicht. Weil Werte, mit denen machen wir schon Jahrmillionen rum, ja? Wörter und Satz verstehen, 20.000 Jahre, 40.000, vielleicht auch 60.000 Jahre, länger nicht. Ja. Deswegen ist, dass das eine viel schneller geht als das andere, wundert mich gar nicht. Ja. Trotzdem ist man da richtig drüber gestolpert. Ja. Also seit kurzer Frist wissen wir jetzt, wie schnell
auch sprachliche Bewertungen von uns dekodiert werden. Und darauf, wenn man das mal kapiert hat und ein bisschen darüber nachgedacht hat, versteht man wirklich eine Menge über, wie Menschen ticken und wie sie auch nicht ticken. Und dass man sie auch überfordert, wenn man sagt, also pass mal auf, bei Bewertungen wird erst mal nachgedacht und dann kommt die Bewertung, aber erst mal der semantische, unbewertete Gehalt objektiv wahrgenommen, alles Unfug. Ja? Ihr Hirn ist immer schon emotional und bewertend dabei. Man kann weiterhin zeigen, dass diese Bewertung dann auch für Handlungen und gerade eben auch für ethische Handlungen, für Taten, darüber rede ich morgen dann schon länger, also wirklich für moralisches Handeln sind die ganz wichtig, werden die automatisch verwendet. Ja. Damit kann man auf jeden Fall sagen, dass es definitiv nicht so ist, dass wir erstmal vernünftig vorgehen und dann noch bewerten. Das machen wir einfach nicht. Ja. Wir haben immer schon längst bewertet. Und dass wir Menschen eben auch überfordern, wenn wir so tun, als wären wir so, wie wir eigentlich gar nicht sind. Deswegen ist Selbsterfahrung so gut, weil wenn man das dann weiß, und eben auch Gehirnforschung in der Selbsterfahrung so gut. Ja, wenn Sie das nicht wissen, sagt der eine, nee, wir sind erst Vernunftwesen und dann bewerten wir, der nächste sagt, es ist umgekehrt, die können sich ewig streiten. Die Kurven, darüber können sie nicht mehr streiten. Die sind so, wie sie sind. Ja. Nun will ich Ihnen zeigen, dass es in der Tat nicht egal ist, was Sie mit Ihrem Gehirn machen. Was ich finde, uns wirklich davor so ein bisschen herausfordert. Denn nochmal, wenn Ihr Hirn sich wirklich wie Knetgummi dauernd ändert, je nachdem, wie Sie das handeln, ja, ihr verflixt noch eins, da überlegen wir uns doch, ja, aber was handle ich denn da? Ja, also wenn Sie dann immer nur so machen und kriegen immer nur ein plattes Ding, dann Sie können noch was Gescheites draus machen, ja, je nachdem, was Sie da kneten. Ja. Wir diesen Kneteprozess, den bezeichnen wir als Bildungsprozess, als Erziehungsprozess. Und es ist eben nicht egal, was wir da tun. Und das ist ein besonders interessantes und ich denke auch praktisch relevantes Beispiel. Das geht so. Wer von Ihnen zufällig die FAZ gestern gelesen hat auf Seite 8, da habe ich das auch beschrieben, hatte gestern eine ganze Seite über Medien und was die mit unserem Gehirn machen. Und ich möchte es nur ganz kurz sagen, es ist einfach eben nicht egal, ja. Wenn in den USA die junge Generation schon mehr Zeit vor Medien verbringt als mit Schlafen. Nämlich 7,5 Stunden, schlafen 7 Stunden. Und Schule, wenn Sie 35 Schulstunden haben, eine Schulstunde geht eine Dreiviertelstunde und Sie haben sie bloß an 5 Tagen von 7 der Woche, dann haben Sie 35 mal 3/4 mal 5/7 geteilt durch 7, das macht knapp 4. Das heißt, Sie haben 4 Stunden Schule pro Tag im Durchschnitt. Und in Deutschland 5,5 Stunden Medienkonsum. Ja. Und das noch einmal, was Sie mit Ihrem Hirn machen, das macht Ihr Hirn. Ja. Und deswegen ist es nicht egal. Und das ist ein schönes Beispiel. Ich rede von der Tatsache, dass viele junge Menschen heute sagen, wir machen eigentlich gerne alles gleichzeitig. Sie sehen, die fahren Fahrrad, haben so einen Knopf im Ohr und dann haben sie noch ein Handy an. Man hockt ja am Computer und macht alles gleichzeitig. Ja. Multitasking. Und es gibt Pädagogen, die allen Ernstes sagen, wir müssen unser Schulsystem ändern und der nächsten Generation das Multitasken beibringen, weil das machen die eh den ganzen Tag. Das gibt's wirklich, Leute, die das sagen. Deswegen ist eine Studie so wichtig. Erstmal eine Studie, kommt das vor? Und die Antwort ist, ja, es kommt vor. So richtige Multitasker, die bringen 12,5 Stunden Medienkonsum täglich in 8 Zeitstunden unter. Ja? Weil die alles gleichzeitig machen. Wie sich das auf die Medien verteilt, das sehen Sie hier. Wenn Sie also Fernsehen gucken, so muss man die Grafik verstehen, dann machen Sie in knapp 20% Ihrer Zeit noch was anderes. Fernsehen kommt also am besten weg. Wer Fernsehen guckt, guckt meist wirklich nur fern. Wer aber eine E-Mail schreibt, macht in 83% dieser Zeit noch was anderes. Also hört Musik oder guckt noch einen Film oder schreibt eine SMS oder telefoniert gerade oder weiß der Teufel was. Ich fand interessant, Hausaufgaben am Computer, wer die macht, der macht in 60% der Zeit noch was anderes. So, das hier, Cognitive Control in Media Multitaskers, das haben amerikanische Wissenschaftler publiziert vor etwa einem Jahr. Man hat einfach mal Multitasker gesucht durch eine Umfrage an der Uni und hat also Studenten identifiziert, die gesagt haben, nee, das mache ich nicht. Das kann ich nicht, ich mache es auch nicht. Also nicht Multitasker. Ja? Und der andere hat gesagt, ja, den ganzen Tag dauernd, ich mache dauernd. Also Heavy Multitasker. Und die beiden Gruppen hat man genommen und ihnen sie verschiedenen Tests unterzogen. Und zwar sehr cleveren Tests. Ich zeige Ihnen mal einen.
Sie sehen hier zwei rote Balken und wenn einer von denen sich ein bisschen dreht, drücken Sie den einen Knopf und wenn das nicht passiert, den anderen. Hat sich gedreht. Der eine Knopf wird gedrückt. Das war leicht. Wenn Sie jetzt noch zwei blaue sehen oder noch vier blaue oder noch sechs blaue und sollen dann sagen, der hat sich gedreht, könnte es ja sein, die blauen lenken Sie ab und Sie sind nimmer so gut. Und das wurde untersucht. Man hat die ganz simple Aufgabe, guck, ob sich einer von den roten dreht, ja, nein. Und dann waren manchmal nur die roten oder es waren noch zwei blaue extra oder noch vier blaue extra oder noch sechs blaue extra. Die waren aber unwichtig, die sollte man gar nicht beachten. Und es kommt raus, also so sieht die Aufgabe hintereinander aus, dass wer nicht multitaskt, also wer, ja, da ist es egal, ob da die roten alleine oder zwei, vier oder sechs blaue dabei sind, die sind immer gleich gut. Wer multitaskt, der wird umso schlechter, je mehr extra Ablenkreize dabei sind. Zweites Experiment. Sie können auch bestimmte Gedanken im Kopf reintun, die dann für das nächste, die nächste Aufgabe wichtig sind. Also Sie können gucken, sind Gedanken im Kopf, kann man die besonders gut verwenden, um die Aufgabe zu machen? Und es kam raus, die Multitasker sind schlechter als die Nicht-Multitasker. Also sowohl Unwichtiges draußen als auch Unwichtiges drin kann von denen, die viel alles gleichzeitig machen, nicht so gut verarbeitet werden. Oder auf gut Deutsch, sie sind leichter ablenkbar durch äußere oder innere Reize. Jetzt, wer multitaskt, der macht ja dauernd was anderes. Auf gut Deutsch, der wechselt dauernd, was er macht. Jetzt müsste man meinen, naja, dann können die das wenigstens gut. Und dazu hat man sich wieder eine schöne Aufgabe ausgedacht, die geht so. Guck dir in der Mitte das Bild an, da steht eine Zahl und ein Buchstabe. Wenn davor, also müssen Sie wieder zeitlich sehen, Sie sehen Zahl, dann sehen Sie 2b. Und weil Sie Zahl vorneweg gesehen haben, ist klar, Sie müssen die Zahl beachten und die beurteilen, nämlich Sie sollen sagen, ist die Zahl gerade oder ungerade. 2 ist gerade, simpel. Wenn der 3a stünde, wäre ungerade gefragt. Wenn Sie das Gleiche sehen, 2b, und davor stehen Sie Buchstabe, dann sollen Sie sagen, ob der Buchstabe, in dem Fall das b, ein Konsonant ist oder ein Vokal. Das ist wieder simpel. Ja? Also 3a, Vokal, 2b, Konsonant. Jetzt machen Sie 50 Aufgaben von der oberen Sorte. Und man guckt immer, wie lange brauchen die, ja, bis sie den Knopf drücken. Man misst Reaktionszeit. Dann machen Sie 50 Aufgaben von der unteren Sorte. Und man misst wieder Reaktionszeit. Das geht ja sehr simpel, ganz flott. Und jetzt kommt der Witz. Jetzt machen Sie die Aufgaben durcheinander. Mal oben, mal unten, mal zwei oben, mal eine unten. Also einfach durcheinander. Und es geht schnell und Sie müssen immer schnell drücken. Was passiert? Sie werden langsamer. Hm? Jeder wird jetzt langsamer. Hey, was soll ich jetzt machen? Also Sie müssen ja immer, Sie sehen dasselbe, aber was Sie, Ihre Aufgabe ist verschieden. Eben einmal Zahl beachten, gerade, ungerade, einmal Buchstabe beachten, Vokal, Konsonant. Und wenn Sie das wechseln, müssen Sie Ihr Hirn immer umprogrammieren und das kostet Zeit. Jeder wird also langsamer. Also wenn Sie die Aufgaben durcheinander machen, ist jeder langsamer, als wenn er die Aufgaben allein macht. Das gibt es gar nicht anders. Das Interessante ist, Multitasker werden 170 Millisekunden mehr langsamer als Nicht-Multitasker. Und 170 Millisekunden, wer sich in der Psychologie auskennt, wenn wir Unterschiede haben von 30 Millisekunden, sind wir froh, weil die dann werden dann auch bei der entsprechenden N-Zahl signifikant. 170 Millisekunden ist psychologisch richtig, richtig, richtig lang. Ja? Also das ist eine Ewigkeit für kognitive Prozesse. 170 Millisekunden länger brauchen die fürs Umschalten zwischen den Aufgaben. Jetzt haben Sie, die können Äußeres schlechter ausblenden, Inneres schlechter ausblenden und Aufgaben schlechter wechseln. Also alles, was Sie beim Multitasken machen, können Multitasker schlechter als Nicht-Multitasker. Jetzt ist interessant. Wenn Sie Gruppenunterschiede haben, haben Sie prinzipiell zwei Erklärungsmöglichkeiten. Wir haben da vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen bei der Adoption und ich mache es Ihnen nochmal klar. Stellen Sie sich vor, Sie machen mit 10 Fußballern einen 100-Meter-Lauf und mit 10 Nicht-Fußballern einen 100-Meter-Lauf. Leute von der Straße, Sie fragen, spielt ihr Fußball? Ja, nein. Und dann teilen Sie die da so auf und dann machen Sie 100-Meter-Lauf. Was stellen Sie fest? Die Fußballer sind schneller. Warum? Zwei Möglichkeiten. Es kann sein, wer gut rennen kann, der spielt gern Fußball. Ja, und deswegen spielt er Fußball.
Es kann aber auch sein, wer Fußball spielt, der rennt halt viel und kann es deswegen besser. Es kann auch sein. Es kann also ein Selektionseffekt sein oder ein Trainingseffekt. Und bei den Fußballern wissen sie es nicht. Hier ist es ganz einfach, hier wissen wir es. Die Multitasker können alles, was sie brauchen, wenn sie multitasken, ja, schlechter als die Nicht-Multitasker. Keiner macht gern das ganz viel, was er schlechter kann. Deswegen ist der Selektionseffekt, den können Sie vergessen, der kann da nicht sein. Ja? Keiner macht dauernd, was er nicht kann. Ja. Es bleibt nur die andere Interpretation, es ist ein Trainingseffekt. Mit anderen Worten, wenn Sie noch keine Aufmerksamkeitsstörung haben, brauchen Sie bloß viel Multitasking, dann kriegen Sie garantiert eine. Ja. Das folgt zwingend aus der Studie. Es ist ein Trainingseffekt. Sie haben sich durch das viele dauernde Versuchen, alles gleichzeitig zu machen, Unaufmerksamkeit antrainiert. Ja. Und deswegen sage ich, ist es so wichtig, sich das klar zu machen. Ihr Hirn ändert sich, auch wenn Sie viel digitale Medien, ich sage mal, auf schädliche Weise verwenden. Ja. Deswegen sollen wir um Gottes Willen nicht der nächsten Generation Multitasken beibringen. Ja. Also das ist absolut kontraindiziert. Ja, denn wir machen die dann unaufmerksam und oberflächlich und so weiter. Es gibt ein schönes Buch von Nicholas Carr, The Shallows, auf gut Deutsch, die Oberflächlichen, wo er so ein dickes Buch geschrieben hat über die Konsequenzen digitaler Medien und deren Nutzung. Ja. Ich will Ihnen klar machen, der Punkt, ja, wie wichtig es ist, das zu wissen und dann eben auch zu wissen, Mensch, unser Hirn ist wirklich, es ist nicht egal, was man mit dem macht. Und diese Studie, die zeigt es nochmal auf eine andere Weise, ganz, ganz, ganz bedeutsam. Kommt aus unseren Labors und als wir darüber gesprochen haben, bevor sie gemacht wurde, habe ich gedacht, ihr spinnt, das wird nichts. Und dann war ich hinterher so froh, dass sie doch gemacht haben. Ja? Weil es ist eine der besten Studien, die es zu dieser Frage überhaupt gibt. Und die Frage war, ist es egal, wie man lernt oder nicht? Pestalozzi, was sagt der? Wir lernen mit Herz, Hirn und Hand. Herz, na ja, gut, sollte auch dabei sein. Hirn ist klar, ja, aber Hand, was soll denn die da? Nun, um das rauszukriegen, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben Studenten Objekte lernen lassen. Das Problem ist, die kennen ja schon alles. Ne? Wenn sie dir eine Bohrmaschine und ein Sektglas und eine Schere und ein Messer lernen lassen, dann gibt es nichts zu lernen. Das kennen die alles schon. Ja? Wenn sie also wirklich wissen wollen, wie lernen die Objekte, müssen sie die Objekte lernen lassen, die die nicht kennen. Und das können sie nur dadurch sicherstellen, dass sie Objekte lernen lassen, die es gar nicht gibt. Und deswegen haben wir nicht nur 4, sondern 64 Objekte, die es nicht gibt. Erstmal hergestellt und dann auswendig lernen lassen. Die mussten 15 Mal ins Labor kommen für jeweils 1,5 Stunden. Und damit sie das machen, mussten wir ihnen auch 200 Euro bezahlen. Ja, wer macht das schon gern? Diese Dinger, die hatten auch Namen, wie Sie hier sehen, Fantasienamen, ja, Belb, Nolo, Lade und so weiter. Und diese Dinger hatten also verschiedene Formen. Das hier sehen Sie so ein paar, ja. Und sie kamen in verschiedenen Kategorien daher. Ja. Und diese Kategorien, die hatten auch Namen. Und es waren 64 Objekte aus 8 Kategorien. Und das Lernen war unterschiedlich. Nämlich die einen, die haben die Objekte gelernt, indem man ihnen gesagt hat, pass mal auf, in das hat da oben so eine Tülle, da kann man was reintun. Und immer wenn die das Objekt gesehen haben, sollten die diese Handbewegung, die in einer sinnvollen Beziehung zum Objekt stand, machen. Oder hier, da ist so ein Henkel, wenn man da einen Stab reinmacht, kann man das Ding toll bewegen. Da mussten die so machen, wenn sie dann gelernt haben, wie das Ding heißt und das Ding gelernt haben. Ja? Also sie mussten jeweils eine sinnvolle Bewegung machen beim Lernen des Objekts. Und eine andere Gruppe von Studenten, die haben genauso lange die Objekte gezeigt bekommen, aber die haben immer nur gesagt, deutet bitte mit der Hand auf die Besonderheit des Objekts. Die machten also bei jedem Objekt die gleiche Zeigebewegung. Wie gesagt, die Lernzeit war die gleiche. Alle Leute haben, bis auf einen, den musste man halt hinterher dann ausschließen, alle bis auf einen haben auch die 64 Objekte samt der 8 Kategorien gelernt nach den 15 mal 90 Minuten. Also Lernen ging in beiden Fällen. Und trotzdem haben wir einen Unterschied gesehen. Wir haben nämlich zwischendurch immer wieder mal Aufgaben gegeben, wo das also so gerade so ein bisschen ging und haben geguckt, wie gut können die Sachen schon. Und die Aufgaben, das waren zwei Sorten von Aufgaben. Entweder Sie sehen da unten, jetzt also links die beiden, und sollen sagen,
Sind diese beiden Dinger von der gleichen Kategorie? Ja, nein. Die fiese Aufgabe war die rechts. Wir haben denen die Namen gesagt und dann gefragt, sind die Objekte, die so heißen, von der gleichen Kategorie? Eine Kategorisierungsaufgabe ist nebenbei eine Standarddenkaufgabe. Also es geht ja Kategorie gleich, nicht gleich. Das ist eine Denkaufgabe. Also diese Leute sollten allgemein, kategorial mit dem, was sie gelernt haben, denken. Und jetzt haben wir geguckt, wie gut können die das? Nämlich wie schnell sagen die ja, nein und wie liegen sie richtig und so weiter. Und das ist das, was rauskommt. Wenn man denen die Bilder zeigt, dann die Weißen, das sind die, die nur gezeigt haben. Und die Schwarzen, das sind die, die die Bewegung, die sinnvolle Bewegung mit dem Objekt gemacht haben. Und Sie sehen, die sind schneller. Wenn Sie die Wörter zeigen, dann brauchen die insgesamt viel länger. Sie müssen ja vom Wort zum Ding und dann nochmal vom Wort zum Ding und dann müssen Sie von der Kategorie und die müssen Sie vergleichen. Also mit den Wörtern ist richtig, da müssen Sie echt Hirnschmalz reinstecken und Sie sehen, da haben Sie einen, das ist über eine Sekunde, die Sie langsamer sind beim Nachdenken, kategorial Nachdenken über Objekte, die Sie nicht mit der Hand mitgelernt haben. Warum ist das so? Auch das kriegt man raus, wenn man Gehirnforschung treibt. Wir haben nämlich auch noch Gehirnpotenziale gemessen, weil es ging hier auch um die Geschwindigkeit und so weiter. Und was Sie hier sehen, das, beachten Sie mal auf das rechte Bild, das Gehirn von oben. Und Sie sehen hier den Unterschied in der Aktivierung. Wir sind hier vorne, ja, bereits 117 Millisekunden, nachdem der die Aufgabe sieht, ja, der blieb dann weiter bestehen, dieser Unterschied. Und Sie sehen diesen Unterschied in der Aktivierung zwischen den beiden Gruppen. Und Rot ist mehr, und zwar mehr bei den Leuten, die mit der Hand gelernt haben. Jetzt wird plötzlich klar, warum die so schnell sind. Etwa ein Drittel unseres Gehirns, da sitzt, das benutzen wir für Motorik, für Bewegung, für Planung, Handlungskontrolle, für motorischen Output. Wenn Sie nun die Dinge mit der Hand lernen, benutzen Sie dieses Drittel ganz einfach mit beim Lernen. Wenn Sie immer nur so machen, dann natürlich nicht, weil Sie machen ja immer das Gleiche und machen keine differenzierte motorische Aktivität beim Lernen. Ja? Noch einmal, die haben ja alle das gelernt gehabt. Aber das Interessante ist, wenn Sie dann über das Gelernte nachdenken, dann zeigen sich deutliche Unterschiede in der Fähigkeit, darüber nachzudenken, in Abhängigkeit davon, ob Sie es mit der Hand gelernt haben oder nur durch Zeigen. Und nochmal, also eine Sekunde schneller ist richtig, richtig, richtig viel. Ja. Wir wissen, dass bei Intelligenzleistungen ganz viel mit Reaktionszeiten zu tun haben. Dass es also hier nicht nur darum geht, ja, die sind ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, die sind eben insgesamt im Kopf dann schneller oder langsamer, je nachdem, wie sie die Dinge gelernt haben. Warum halte ich das für so unglaublich wichtig? Weil ein Mausklick eine sinnlose und nicht mit dem Objekt verbundene Zeigebewegung ist. Auf gut Deutsch, wenn Sie sich die Welt am Internet aneignen, dann wissen Sie schon am Ende so was über die Welt. Wenn Sie dann dieses Wissen denkend verwenden wollen, sind Sie hoffnungslos unterlegen dem, der mit der Hand gelernt hat. Das kann gar nicht anders sein. Und wenn Sie die Effekte sich betrachten, die sind richtig groß, die sind nicht so ein bisschen. Ja. Die anderen konnten es auch, aber sie waren, wenn man so will, behindert dadurch, dass sie es nicht richtig gelernt haben. Und ein Drittel Hirn mehr benutzen beim Denken, ja oder nein, das macht einfach einen Unterschied. Ja. Denn wir denken mit ganz vielen Nervenzellen gleichzeitig, denken Sie an die Vernetzung der verschiedenen Module. Sie rekrutieren einfach mehr Module, messbar, ja, wenn Sie die Dinge eben auch mit der Hand, mit der Motorik mitlernen, als wenn Sie sie bloß visuell lernen. Und mit dicken Effekten auf Ihre Fähigkeit zum Nachdenken über die Dinge. Ja. Wir wollen der nächsten Generation die Welt nicht am Bildschirm zeigen. Nicht nur. Ja. Und schon gar nicht vor allem. Sondern mit der Hand. Ja. Und Sie sehen, wie wichtig das ist, dass die Kinder im Sandkasten sitzen und mit den Dingen umgehen und nicht rumklicken. Ja. Wenn Sie mich fragen, Bildschirmmedien haben weder im Kindergarten noch in der Grundschule irgendwas verloren. Ja. Und das kann man nicht zuletzt mit solchen Studien, es gibt auch, ach ja, einige, diese kann ich noch ganz schnell.
Sie können, wissen Sie, wie man schlechte Noten verschenkt? Sie verschenken eine PlayStation. Das hat man ganz schön rausgebracht. Ganz kurz, man hat einfach die Leute angeschrieben, beziehungsweise erstmal hat man eine Umfrage gemacht, in der Zeitung eine Annonce in die Zeitung getan und gesagt, wir suchen Eltern, die ihrem Sohn in der ersten bis dritten Klasse demnächst eine PlayStation schenken wollen. Das haben die Wissenschaftler in die Zeitung gesetzt. Und wer sich dann gemeldet hat, das waren über 300, hat mir gesagt, ihr müsst nur zweimal ins Labor kommen, im Abstand von 4 Monaten. Und wenn ihr da mitmacht, wir untersuchen nämlich, wie sich Jungs so entwickeln in der ersten bis dritten Klasse. Wenn ihr mitmacht, kriegt ihr eine PlayStation geschenkt. Was die nicht wussten, ist Folgendes. Man hat tatsächlich die Jungs zweimal untersucht. Der Hälfte der Jungs, und man hat die wieder zufällig zugeteilt, hat man nach dem ersten Test die PlayStation gegeben. Und der anderen Hälfte hat man sie erst nach dem zweiten Test gegeben. Jetzt haben sie 4 Monate mit und ohne PlayStation. Und im zweiten Test konnte man gucken, was für eine Auswirkung hat es. Und das hat man jetzt gesehen. Man konnte nämlich zeigen, dass bloß nach 4 Monaten mit PlayStation diejenigen, die eine hatten, schlechter im Lesen waren, schlechter im Schreiben waren, mehr Schulprobleme hatten und mehr Knatsch mit den Eltern. Also deutlichen Effekt, Verschlechterung von Leistung und Verhalten. Und jetzt kann man eben nicht mehr sagen, ah ja, wer in der Schule schlecht ist, der ballert halt mehr zum Ausgleich. Das war nicht der Fall. Ja? Die haben mehr Zeit mit der PlayStation verbracht und wurden dadurch schlechter. Das kann diese Studie wirklich zeigen, weil sie eben durch Zufallszuteilung die entsprechenden Effekte gemessen hat. Ja? Und nochmal, es ist nicht egal, was sie mit ihrem Gehirn machen. Das sage ich Ihnen die ganze Zeit. Ja? Und wenn man das weiß, es hat Konsequenzen. Überlegen Sie, was Sie mit Ihrem Hirn machen. Ihr ist schon ziemlich fertig. Überlegen Sie vor allem, was Sie mit dem Gehirn Ihrer Kinder machen und was die mit Ihrem Hirn machen. Und die Enkel. Ja, hier sehen Sie, wie Bewertungen automatisch durchschlagen. Nur so ein schönes Beispiel, auch in Science Magazine publiziert. Was sehen Sie? Ein Fensterbriefumschlag mit einem 5-Euro-Schein drin, der aus dem Briefkasten raushängt. Stellen Sie sich vor, Sie gehen hier allein vorbei. Keiner guckt. Dann könnten Sie ja und hätten wieder 5 Euro mehr. Das ist nicht Amerika, das ist irgendwo Dänemark oder Schweden gewesen. Also heile Welt, Skandinavien. Ja? Wie viel Prozent nehmen das mit? Jeder 8. Und jetzt geht's experimentlos. Sie sprühen den Briefkasten mit Graffiti an, verschönern ihn dadurch ein bisschen, oder Sie nehmen Hausmüll und verstreuen den um den Briefkasten. Und was passiert? Die Anzahl der Diebstähle verdoppelt sich. Es ist nicht so, wie wir seit den 80er Jahren vom letzten Jahrhundert schon wissen, dass wenn ein Fenster irgendwo eingeschmissen ist, man es besser schnell repariert, sonst wird noch eins eingeschmissen. Die Broken Window Theorie, ja, man muss aufpassen. Es ist noch schlimmer. Wenn Sie Müll sehen, ist Ihnen nicht bloß klar, ich kann hier auch mein Tempotaschentuch hinwerfen, sondern es ist klar, ich kann hier jedwede soziale Norm verletzen, einschließlich, du sollst nicht stehlen. Und das ist der Witz der Studie. Es waren nicht ein Experiment, es waren 6. Und alle 6 hatten das Gleiche zum Ergebnis, nämlich, wenn der Kontext klar macht, hier ist es okay, soziale Normen zu verletzen, dann werden soziale Normen verletzt, ganz gleich welche. Und das ist das Verrückte. Nur eine Nebenbemerkung, wenn Sie in die Schule reingehen und die Vorhänge hängen als Fetzen von den Decken und die Wand ist ein bisschen verschmiert, dann ist jedem Schüler sofort klar, der denkt nicht drüber nach, aber der merkt es, der weiß es, hier kann man sich daneben benehmen. Weswegen es so wichtig ist, dass unsere Schulen innen so aussehen wie unsere Banken und Sparkassen. Da benimmt sich keiner daneben. Dieser Herr, nur ganz kurz, der wusste das auch alles schon. Wer ist es? Leibniz. Und was sagt der Leibniz? Im Jahr 1700, in der monatliche Auszug aus allerhand neu herausgegeben, nützlichen und artigen Büchern im Januar 1700, da schreibt er, in unserem Gehirn geht unglaublich viel vor sich, von dem kriegen wir nichts mit. Aber, und das ist der Witz, in der Summe hat es einen Effekt. Wofür ist der Leibniz bekannt? Na, nicht die Kekse, sondern Integralrechnung. Und worum geht es bei der Integralrechnung? Sie addieren unendlich viel, unendlich klein. Und was kommt raus? 17,3 oder 29,5. Das heißt, Sie kriegen ein klares Ergebnis durch die Aufaddierung von ganz viel, ganz Kleinem. Und das war dem Leibniz so klar wie kaum einem damals, vor 300 Jahren. Und ihm war sofort klar, hier geht es genauso zu. Hier passiert ganz, denken Sie an die 1 Million Milliarden Synapsen. Ja? Da laufen Impulse drüber. Ganz, kriegen Sie davon gerade was mit? Nein. Aber in der Summe hat es einen Effekt. Und diese Summe, ja, das sind die Spuren der Wussten Sie, dass das Wort Lernen indogermanisch vom
Spuren legen heißt, hat die Bedeutung Spuren legen. Das Lernen, das ist die Wurzel leis, da kommt es her. Und nebenbei, wir sind ja nicht weit davon weg. Wo sehen Sie das auch noch? Am Bahnhof. Was haben Sie da? Ein Gleis. Und die Wurzel ist dieselbe wie die von Lernen. Spur. Ja. Unsere Sprache ist ziemlich clever manchmal. Da zum Beispiel. Und dem Leibniz war das sehr klar. Ja. Und er hat darüber ganz genau geschrieben, aus heutiger Sicht genial, denn der wusste das ja alles noch gar nicht mit den Synapsen. Aber er hat es vorher gedacht. Und das war sehr clever. Nun, ich habe Ihnen jetzt eigentlich erzählt, Ihr Gehirn lernt dauernd, es lernt dauernd. Dadurch, dass sich die Synapsen natürlich langsam ändern, lernen Sie keine Einzelheiten. Schlechteste Nachricht des Tages vielleicht, Ihr Hirn ist fürs Auswendiglernen von Einzelheiten nicht gebaut. Ihr Hirn ist keine Festplatte, kein Kassettenrekorder, kein Videorekorder. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, Ihr Gehirn ist besser. Warum ist Ihr Gehirn besser? Naja, Sie lernen das Allgemeine dahinter. Ja. Das Baby, das Laufen lernt, zieht sich hoch, plumps hin, und lernt nicht, oh, gestern bin ich beim linken Stuhlbein auf die rechte Spurbacke gefallen, sondern lernt, wie man läuft, wie man oben bleibt. Und das Abspeichern von Einzelheiten ist nicht der Punkt dabei. Ja. Stell dir mal vor, Sie würden sich das jeden Plumpser gemerkt haben, da können Sie bis heute nicht laufen. Ja. Wie lernt ein Baby laufen? Antwort ist ganz einfach, von Fall zu Fall. Aber anhand der einzelnen Plumpser werden genau nicht die einzelnen Plumpser gelernt, sondern wie man läuft. Jeder quatscht mit dem Baby. Was lernt das Baby? Es speichert nicht ab, alles Gequatsche. Aber es merkt, da gibt es eine Struktur in dem Gequatsche. Das sind Laute, das sind Wörter, das sind Zusammensetzungen von Lauten als Wörter und Zusammensetzungen von Wörtern und Sätzen und. Es analysiert das Hirn und das macht es automatisch. Und mit 6 Jahren kann jedes Kind reden. Das heißt, tausende von Wörtern und die Regeln der Benutzung der Wörter. Ja, das ist phänomenal. Und wer glaubt, jetzt kommt in die Schule und fängt es an zu lernen, der liegt wirklich falsch. Es hat schon ganz viel gelernt. Gucken Sie mal so einem kleinen Knirps beim Laufen lernen zu. Ne? Monatelang klappt es nicht. Und er hört nicht auf. Wenn Sie also wissen wollen, was Frustrationstoleranz ist, Babys haben das drauf. Ich kenne kein einziges Baby, was nach 2 Monaten gesagt hat, ich schmeiß es jetzt. Wir hatten noch keine Gelegenheit, ihm den Spaß am Lernen zu verderben. In Institutionen, die haben wir dann dafür erfunden, die heißen Schule und so weiter. Ja? Das muss uns klar sein. Ja? Lernen macht höllisch Spaß. Ja. Nun, wenn Sie sagen, aber manchmal lerne ich ja doch Einzelnes. Hand auf die heiße Herdplatte. Autsch, wie oft machen Sie das, bis Sie es wissen? Mal nimmer. Einmal kann er trainiert da Synapsen. Ja? Und warum? Weil Sie manchmal unglaubliche Werte miterleben, gute oder schlechte, und genau deswegen ganz schnell lernen. Diese Bewertungen, da haben wir extra Module im Kopf. Zum Beispiel dieses orangene Ding, der ist für negative Werte zuständig, ja, läuft einer durch die Gegend da und sieht da sowas Komisches vor sich, dessen Sehsystem blau da hinten kriegt raus, ist Schlange. Das orangene Ding kriegt mit unklares Gewurschtel links vorne, ja. Und sofort macht der Puls an, Blutdruck an, Muskeln an, noch bevor der rausgebracht hat, was das ist. Das geht nämlich auch in weniger als 200 Millisekunden. Ja. Und Sie wissen noch gar nicht, wovor Sie losrennen, aber Sie können schon losrennen, weil Ihr Puls schon los ist und Ihr Muskeln schon los sind. Das ist sehr praktisch. Problem, der Mandelkern macht noch was. Der ändert auch Ihren Geist. Wenn Sie sich hier zurücklehnen und das Problem erstmal auf sich wirken lassen, schlechte Strategie. Ja. Von dem stammen wir nicht ab. Es soll Ihnen nichts mehr einfallen, wenn Sie Angst haben. Warum? Das stört. Sie wollen losrennen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass im Angstaffekt, Sie nicht bloß angespannte Muskeln haben, Sie blenden auch alles aus. Dummerweise auch in der Mathematikstunde dann die Lösung. Und wir haben heute viel mehr Mathematikstunden als Klapperschlangen. Ja? Und genau deswegen ist das ein Problem. Wenn Sie nämlich Angst haben, denken Sie nicht mehr kreativ. Deswegen ist Angst ein schlechter Lehrmeister. Wir konnten zum Zeigen anderer auch, dass der Mandelkern aktiviert wird, wenn Sie neutrale Inhalte unter Angst lernen. Und wenn Sie die abrufen, rufen Sie die Angst mit ab. Was sind Sie nicht mehr kreativ? Was folgt? Wenn Sie wirklich ernst meinen damit, dass man die nächste Generation im Unterricht auf das Problem lösen in 20 Jahren fit macht, und wer möchte das nicht, dann dürfen Sie nicht mit Angst unterrichten, sonst haben Sie es heute schon falsch gemacht. Das folgt sofort zwingend. Und das ist sehr wichtig. Ja, es ist nicht egal, wie Sie unterrichten.
Weil wenn Sie mit Angst unterrichten, taugt das Gelernte nicht zum Problemlösen, zum Kreativen. Aber genau dafür machen wir doch den ganzen Zinnober. Deswegen wollen wir nicht mit Angst unterrichten. Punkt. Jetzt wissen Sie, wie es nicht geht, jetzt sage ich Ihnen noch, wie es geht. Eine der schönsten Geschichten aus der Neurowissenschaft. Ich mache es ganz kurz. Man wollte natürlich schon vor 50 Jahren wissen, wie das Gehirn funktioniert. Und was hat man gemacht? Kleines Löchle ins Ratenhirn, kleines Drähtchen reingesteckt. Man wusste, das Ding geht elektrisch, ein bisschen Strom drauf und geguckt, wo es zuckt. Zuckologie hat man gemacht. Ne? Und man eine Menge über das Gehirn durch Zuckungen, die man mit Impulsen macht, rausgebracht. Und zufällig gefunden, dass es manche Ratten gab, wenn der Draht an einer bestimmten Stelle im Hirn steckt, dann mochten die Schocks. Wie kriegen Sie das raus? So, normalerweise die Taste, die da im Rattenkäfig ist, die ist normalerweise vorne und da drückt der Forscher drauf, wenn da ein Impuls ins Rattenhirn gehen soll. Sie können die Taste aber auch in den Käfig bauen. Dann rennt die rum und drückt mal drauf und wenn sie drauf drückt und der Draht steckt an der richtigen Stelle, drückt sie gleich wieder drauf und wieder und wieder. Die Olds und Milner haben 1954 publiziert, dass die Ratten die Taste bis zu 2000 Mal in der Stunde gedrückt haben. Das muss ja was sein. Man hat den Ratten was zu trinken, die haben nichts mehr getrunken, die haben die Taste gedrückt, die haben nichts gegessen, die Taste gedrückt, die haben die Taste gedrückt, bis sie tot waren. Das hat die Forscher schon fasziniert. Ja. Also lieber tot, als da nicht stimuliert. Das muss ja was sein. Ja. Orgasmuszentrum der Ratte gefunden und was man alles sich zugeraunt hat. Man hat weiter geforscht, wenn Sie da der Ratte einen Suchtstoff geben und leiten da ab, dann finden Sie mehr Impulse. Ah, das muss das Suchtzentrum sein, nicht das Lustzentrum. Ja? Wenn die Ratte sich kratzt und Sie geben einen Impuls drauf, kratzt sie sich gleich wieder. Ah, das muss das Belohnungszentrum sein, ja? Weil die Ratte macht gleich nochmal, was sie gerade gemacht hat. Und so hat man alles Mögliche rausgefunden. Aber die Frage ist, was ist es denn jetzt? Ja? Lust, Sucht, Belohnung. Weiter geforscht, Hunde haben es auch, Primaten haben es auch. Was wollten alle wissen? Haben wir das auch. Problem? Also Mandelkern im Scanner geht sofort. Ja. Ich zeige Ihnen einen Haifisch, der auf Sie zuschwimmt und dabei ist, Sie aufzufressen. Und dann geht Ihr Mandelkern im Scanner an und dann zeige ich Ihnen was Nettes und dann mache ich einen Unterschied und finde den Mandelkern in Ihrem Kopf. Das hat man schon bald hingekriegt. Glückszentren, Fehlanzeige, warum? Ha, ganz einfach, legen Sie einen in die Röhre und machen den richtig happy. In dem engen Ding, ja. Also Angst ist leicht, aber Glück nicht so. Ne? Bis dann, das hat eine Weile gedauert, bis dann einer auf die Idee kam, wir nehmen den Glücksholzhammer, den es überhaupt gibt. Wir nehmen junge Männer, die kokainsüchtig sind, die gerade auf Entzug sind, die zittern, schwitzen, denen geht es miserabel, legen die in die Röhre, geben denen einen Schuss und gucken, wo es leuchtet. Das sehen Sie hier. Die Zeitschrift Neuron ist für uns Hirnforscher das, was die Bunte für normale Leute ist. Und da ist es. Und statt Claudia Schiffer, was sehen Sie? Ein Gehirn. Von vorne so durchgeschnitten, was sehen Sie? Bunte Knubbel hier links und rechts. Ja? Und das hier unten steht, was Sie sehen. Dynamic Mapping of Circuits Activated by Cocaine in the Human Brain. Haben sich die Forscher jetzt zurückgelehnt, Glückszentrum abgehakt, machen wir was anderes? Zwischenfrage, wer von Ihnen ist kokainsüchtig? Hand hoch. Sehen Sie, das war's jetzt das Problem. Wenn Sie ehrlich sind, keiner ist kokainsüchtig. Sie alle haben aber das Ding. Das heißt Nucleus Accumbens. Ja? Sie alle haben das. Und die Frage, die ich sofort stelle, was machen Sie eigentlich damit, ja, wenn Sie nicht kokainsüchtig sind? Und wofür brauchen Sie es denn dann? Das ist 1997 publiziert, wir wussten das nicht damals. Ja. Heute wissen wir es. Forschung geht ja weiter. 2001, Sie brauchen gar kein Kokain, Schokolade tut's, schöne Musik tut's. Wir konnten zeigen, 2002, wenn Sie einen jungen Mann einen Porsche zeigen, geht's auch an. Und wenn Sie denen einen Daihatsu zeigen, geht's eher aus. Noch viel wichtiger, als was alles das Ding anmacht, ist, was passiert denn, wenn das Ding angeht? Zwei Sachen passieren. Erstens, da werden endogene Opioide, Endorphine, hergestellt in diesem Ding. In anderen Stellen des Gehirns auch, aber da auch. Und die da gemacht werden, schüttet Ihr Hirn da aus. Und wenn Ihr Hirn selber Opium macht und dahin tut, was macht es? Spaß macht es. Zweitens, wenn das passiert, wird ganz schnell gelernt, weil ein anderer Neurotransmitter, Dopamin, ausgeschüttet wird und der dafür sorgt, dass das, was gerade im Hirn ist, wirklich abgespeichert wird. Ins Langzeitgedächtnis. Und was heißt denn das? Nun, wir dachten, jetzt ist alles klar. Da hat man passiert was Tolles, man hat einen tollen Affekt, man lernt schnell, bestens. Und jetzt hat man eine Überraschung erlebt. Und ich mache Ihnen das mal anhand folgender Studie klar. Wir legten dann auch 2005 Leute in die Röhre und sagten, pass auf, du kriegst gleich einen Euro. Und die Kontrollbedingung war, pass auf, du kriegst gleich 20 Cent.
Und den Unterschied von 80 Cent, den sehen Sie hier im Hirn. Und das ist echter Fortschritt. Ja? Also 1997 Kokain intravenös und hier 80 Cent. Ja? Böse Zungen behaupten, das geht nur in Schwaben. Stimmt nicht, die Amis machen es mit dem Dollar, geht auch. Und dann kam die Überraschung sozusagen, wenn sie dann dem den Euro geben, geht es nicht an. Das wissen wir auch aus Tierversuchen, bei Menschen auch, es ist so. Warum? Wenn man jetzt ein bisschen drüber nachdenkt, wird sofort ein Schuh draus. Der weiß ja schon, dass er gleich einen Euro kriegt. Und das hat ihn auch gefreut. Ja? Wenn er den dann kriegt, dann weiß es ja schon. Da gibt es ja nichts mehr, sich zu freuen. Ja. Der Punkt ist, dieses Ding geht an, wenn etwas Positives, besser als gedacht, passiert, das Sie noch nicht wissen. Und was habe ich denn vorhin gesagt, was passiert, wenn es angeht? Dann lernen Sie schnell. Ja, wenn Sie es schon wissen, gibt es ja nichts zu lernen und deswegen geht es auch nicht an. Das ist der Witz von dem Ding. Deswegen, das ist nicht Ihr Lustzentrum, nicht Ihr Suchtzentrum, nicht einmal Ihr Belohnungszentrum, es ist auch nicht Ihr Glückszentrum. Es ist Ihr Lernzentrum. So wie Ihr Mandelkern dafür sorgt, dass Sie alles lernen, was Sie morgen besser nicht machen, ja, sonst sind Sie tot, sagt Ihnen dieses Ding, was Sie doch alles machen könnten. Und was alles gut für Sie war in der Vergangenheit, das haben Sie schnell gelernt und deswegen machen Sie es mal wieder. Und haben Sie das alles gemerkt, wo es die guten Beeren gab und wo das toll war und wo das toll war. Ja. Denn Sie wollen sich ja manchmal Einzelheiten merken, wenn die besonders gut sind oder wenn sie besonders schlecht sind. Und wenn Sie Ihren Mandelkern morgens fragen, was mache ich denn heute, dann sagt er Ihnen bloß, was Sie alles bleiben lassen sollen. Ja? Der sagt Ihnen, was Sie machen können. Denn wenn es also ein Motivationszentrum im Kopf gibt, dann ist es der. Ja. Ich habe von Sprachzentren, Sehzentren und verschiedenen Zentren geredet. Wussten Sie, dass es auch Einkaufszentren gibt? Bis 2007 kam das raus. Sie geben Leuten Geld, legen die in die Röhre und sagen, pass auf, wir zeigen euch jetzt Produkte und die könnt ihr kaufen. Und wenn ihr sie kaufen wollt, dann sagt ihr, ja, kaufe ich. Und wenn ihr sie nicht kaufen wollt, sagt ihr, nein, kaufe ich nicht. Die kauften im Scanner ein. Und die ganze Zeit wartet der Scanner, misst Gehirnaktivität. Und am Ende gucken sie, wo ist im Hirn was los, wenn der kauft, im Vergleich zu, wenn er nicht kauft. Was finden Sie? Die Einkaufszentren. Jetzt zeige ich Ihnen das Wichtigste. Sie sehen, wie schnell man Experte wird im Hirn. Den haben Sie doch schon zweimal gesehen. Ja? Das ist Ihr Nucleus Accumbens. Macht also Einkaufen glücklich? Naja, gucken Sie mal da rechts. Das ist der Verlauf der Aktivität. Die grauen Punkte, wenn Sie nicht kaufen, geht es sogar runter. Kaufe ich nicht. Oder die schwarzen, wenn Sie kaufen. Und die Sterne sagen, das ist signifikant. Ja? Ja, Einkaufen macht glücklich. Für etwa 12 Sekunden. Das sehen Sie hier. Das Dumme ist, Sie müssen den Kram hinterher bezahlen. Spezifische Unterschiede. Die Frage kommt immer. Und das Interessante ist, in dieser Studie hat man sie sogar extra untersucht. Extra untersucht. Man hat extra viel Versuchspersonen genommen, um die Daten nochmal nach Männlein und Weiblein getrennt auszuwerten. Und die Antwort ist ganz klar, nein. Man kann natürlich sagen, es wurden ja auch nicht nur Schuhe gekauft. Aber die gibt es interessanterweise nicht. Wie es sowieso viel weniger Geschlechtsunterschiede gibt, als in der Zeitung steht. Ist das also unser Einkaufszentrum? Die Antwort ist natürlich nein. Die Wirtschaftswissenschaftler nennen, was machen sie? Sie kaufen und dann fühlen sie sich wieder schlecht. Und dann kaufen sie wieder und kaufen wieder und kaufen wieder, weil Einkaufen macht sie immer nur ganz kurz, gibt es ihnen einen Kick, ein paar Sekunden und das war's. Und dann müssen sie alles bezahlen und sie sind deprimiert. Genau deswegen. Die Wirtschaftler sprechen von hedonischer Tretmühle. Ja, wir sprechen von der Aktivierbarkeit dieses Systems, was eben, ja, wenn Sie es wissen, Sie wissen ja, wie es dann das Gekaufte ist, dann gibt es nichts mehr zu lernen und dann geht das Ding wieder aus. Es ist eben nicht Ihr Einkaufszentrum, es ist Ihr Lernzentrum. Wer wusste das irgendwie auch schon? Dieser Herr. Was sagt er? Eine der wichtigsten Lehren von Buddha ist, Leiden kommt von Leidenschaft. Und wenn Sie Leiden abschaffen wollen, müssen Sie Leidenschaft abschaffen. Der Buddhist will deswegen nichts kaufen. Er will überhaupt nichts, weil er leidenschaftslos durch die Welt geht. Ja? Kauft nichts, muss es auch nicht bezahlen. Und ist deswegen nicht so unglücklich wie der Schwabe oder so. Ja? Aber haben Sie aufgepasst, er ist nur nicht so unglücklich.
Ja? Glücklich ist der Buddhist deswegen ja oder nicht? Der ist ja nur weniger unglücklich. Ja? Was ist deswegen besser als Buddhismus? Na, Gehirnforschung. Der Lacher war gar nicht vorgesehen. Ich meine es nämlich bitter ernst. Ja? Wir haben in den letzten Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, dass wir das alles wissen, ja, haben wir rausgekriegt, dass tief im Hirn da ja, ein System sitzt. Und dem dachten wir, das sei mit Lust und Zucht in Zusammenhang zu bringen. Das ist aber eigentlich ihr Lernzentrum für rasches Lernen, all dessen, was gut für sie ist. Wer hätte von Ihnen gedacht, dass Glück und Lernen tief im Hirn und eben auch systematisch ganz nah beieinander liegen? Ja. Nehmen wir Schule, Ernst des Lebens, also viel falscher geht's nimmer. Ja? Wenn Sie es so nennen, muss man ganz klar sagen. Jetzt rede ich schon wieder viel zu lang, aber jetzt muss ich auch aufhören, weil ich habe Ihnen klar gemacht, Dauerglück, schlechteste Nachricht des Tages, geht überhaupt nicht. Weil wenn Sie gelernt haben, hört das Ding auf. Warum? Es will ja was Neues lernen. Ja? Was eigentlich Glück macht, ist gar nicht für Glück zuständig, es ist für Lernen zuständig. Deswegen geht es auch wieder aus, wenn Sie es schon können. Und dann geht es erst wieder an, wenn Sie was Neues lernen. Jetzt muss ich definitiv Schluss machen, denn ich habe Ihnen ja auch gezeigt, dass Ihr Gehirn einzigartig ist. Jeder von Ihnen weiß andere Sachen und weiß viele andere Sachen nicht. Ich habe Ihnen klar gemacht, Glück und Lernen hängt im Kopf ganz eng miteinander zusammen. Und daraus folgt für Sie, Dauerglück geht nicht, aber Glück immer wieder, lebenslang, geht. Wie Sie das für sich privat dann hinkriegen, kann ich Ihnen nicht sagen. Sie wissen jetzt im Prinzip, wie es geht und wie Sie es dann konkret machen können. Das müssen Sie sich dann schon selbst überlegen. Vielen Dank fürs Zuhören.